Ja, hallo und guten Tag. Ich darf alle begrüßen zu unserer 13. Ausgabe. 13, schlechte Zahl. Jetzt haben wir den Fokus wieder. Zu unserer 13. Ausgabe vom MS Community Event. Thema heute: First Line Worker. First Line Worker, alles, was irgendwo nicht im normalen Office arbeitet. Und wir wollen einfach gucken, tja, was kann man den Leuten an die Hand geben, damit sie ihren Job besser machen können und dass sie besser integriert sind ins Unternehmen. Genau. An der Stelle dann vielleicht auch schon die Agenda. Jawohl, die Agenda, sie kommt. Und wir starten mit einem ganz kurzen Warm-up, wie immer, gucken einfach mal eben, was macht diesen First-Line-Worker aus und was ist da drumherum zu erzählen. Danach gehen wir so Schritt für Schritt in verschiedenen Vorträgen Themen durch, die hilfreich sein können eben für diesen First-Line-Worker. Wir fangen an mit so ein paar Stichworten. HoloLens, Mesh, Azure. Das heißt also, was kann ich aus der Cloud über MR, AR, VR, da gibt es ja viele Rs. Was kann man da tun, um ihn zu unterstützen? Dann haben wir ganz konkret in der Praxis, wie sieht das aus? Um nachher, das ist dann thematisch nicht mehr ganz so tiefgehend, einfach mal zu gucken, welche simplen Arbeitsmittel, wirklich simple Mittel, aber die enorm viel Wirkung haben, dem First Line Worker zur Verfügung stehen mit der M365 Thematik. Pause wie immer. First Line Worker und Lizenzen. Es gibt spezielle Lizenzen, die natürlich etwas günstiger sind als die typischen Bürolizenzen. Wir gucken das Thema Ruggedized Devices an, also wo es etwas rauer zugeht. Ja, für den harten Einsatz. Für den Einsatz und für die Prozesse im Unternehmen haben wir noch das Smart Now. Das ist eine, wie soll ich sagen, eine Variante des Service Now, das die Kollegen von der Hansevision vorstellen. Ja, Genau, ich glaube, wir haben heute ganz schön viele Gäste. Vielleicht machst du genau. eine kleine Vorstellungsrunde. Drei Gäste und bevor ich die vorstelle, aber auch noch gleich wieder nicht nur für Sie, sondern auch für mich zur Erinnerung, Link zur Aufzeichnung, der geht im Nachgang an Sie raus. Also kein Stress, wenn Sie was verpasst haben und wenn Sie irgendwo im Verlaufe des heutigen Vormittags Fragen haben, dann bitte in den Chat stellen. Wir gucken, dass wir sie unmittelbar beantworten oder im Zweifel, wenn es nicht direkt geht, dann bekommen Sie eine Mail von uns. Genau. So. Wie Dominik gesagt hat, wie immer wir zwei. Und als Gäste haben wir heute dabei die Mara Ortner aus Karlsruhe. Die wird uns die HoloLens vorstellen, Genau. genauer tiefe Einblicke geben in die HoloLens und die virtuelle Realität. Der Markus Jung aus dem Competence Center Mobile Solutions, der wird uns die etwas robusteren Geräte zeigen und auch Einsatzzwecke, wo und wie sie eingesetzt werden können. Und zum Schluss kommt dann noch nicht, wie sagt man so schön, last but not least, Genau. der Paolo Jacona von der Hanse und erzählt etwas über Smart Now. Ja, das heißt, jetzt haben wir Start und gucken jetzt erstmal, was ist denn ein First Line Worker? Also, was mir aufgefallen ist, dass die Begriffe nicht sauber definiert sind. Die Begriffe heißt First Line Worker und Frontline Worker. Der Frontline Worker aber im Englischen meistens gebraucht tatsächlich für solche Dinge wie Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und so weiter. Also da oder bei uns THW, ich weiß gar nicht, wie das drüben heißt, Homeland oder so Nee, Homeland irgendwas. Security ist was anderes. Auf jeden Fall ist tatsächlich, die sind dann die in Anführungszeichen die ganz harten Einsätze. Ja? Und der First Line Worker, das ist eben der normalerweise ja was tut, der irgendwo in der First Line, in der ersten Linie steht. Der hat irgendwo Kundenkontakt. Der macht Dienstleistungen. Der erbringt Support.
der arbeitet im Vertrieb, arbeitet in der Produktion, in der Distribution, auf jeden Fall immer ganz vorne mit Kundenkontakt und typischerweise selten bis gar nicht am Schreibtisch. Genau, also der Kundenkontakt ist ja nicht unbedingt zwingend erforderlich. In der Produktion hat man jetzt weniger Kundenkontakt, da hat man eher Kontakt zum Produkt, aber durchaus weniger am Schreibtisch, mehr an der Maschine, so sage ich es jetzt mal. Genau, genau. Also, aber was die eint, ist eben wenig Schreibtisch oder einen Schreibtisch, den sie nicht alleine für sich haben. Ja. Was ganz interessant ist, wir reden hier nicht von einer Minderheit, sondern wir reden von geschätzt 2 Milliarden Menschen. Also das ist doch eine ganze Menge Holz. Die 2 Milliarden, die Zahl, die kommt aus einer Studie von der Harvard Business Review aus, ganz unten in der blauen Grafik kann man es in der Fußzeile sehen, aus 2017. Jetzt werden sie aber 4 Jahre alt. Es gibt Studien aus 18, es gibt Studien aus 19 und 20, die sind halt nicht mit so schönen Bildern versehen, aber die kommen auf fast identische Zahlen. Ja, das ist also erstaunlich, da hat sich wirklich nicht viel getan. Und wenn sich was getan hat, dann eher auf einer anderen Ebene. Das ist jetzt eine Studie, die ist beauftragt worden von der Firma Microsoft, die hat TechConsult durchgeführt. Und man sieht tatsächlich, also das mit der Ausstattung, das ist jetzt nicht wirklich großartig, ist auch 2018 und hat sich marginal nur verändert, weil die ganzen Investitionen, die in letzter Zeit passiert sind, Corona, die sind passiert in Meetingräume, in Hybridfunktionen, in Homeoffice und so weiter und so fort, aber nach wie vor recht wenig in diese First-Line-Worker. Genau. Die, sagen wir mal, ehrlicherweise auch von Corona, sage ich mal, nicht so betroffen waren wie der Büroarbeiter. Ja. Die Produktion musste ja weiterlaufen. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, wieder unscharf gewesen, was auch immer da passiert. 13. Event heute haben wir 13. irgendwie. 13. Event, genau. So, Zahlen, die sind manchmal, naja, sagen wir mal, zumindest verwunderlich. Ich will das Wort erschreckend nicht in die Hand oder in den Mund nehmen. Aber wenn tatsächlich Unternehmen heute noch Zettel an die schwarzen Bretter nageln oder kleben für Mitteilungen, dann muss man sich schon die Augen reiben. Viele dieser Frontline- oder Firstline-Worker haben überhaupt gar keine Endgeräte in der Hand. Das sind 1/4, 22%. Ja. Das sind Zahlen, wo man sich schon die Augen reiben muss irgendwo. Ja, also das ist ja auch mit der Grund, warum ganz viele Prozesse in Unternehmen immer noch papiergetrieben sind. Ja, also der klassische Urlaubsprozess mit dem Zettel, den man ausfüllt und abgibt, der lebt, der ist Realität. Das ist immer noch nicht komplett digital. Der dann im Fach anstaubt. Ja, genau, weil das wird dann sicherlich irgendwo in ein System irgendwann übertragen, aber der eigentliche Prozess ist erstmal noch papiergetrieben. Ja. Ja, und als Resultat ist ganz einfach, die First-Line-Worker, die wünschen sich relativ simple Dinge. Ja, also Zugriff auf einen Kalender, Zugriff auf eine E-Mail und so weiter. Das sind ja jetzt keine Raketenwissenschaften, sondern das sind ja recht simple Wünsche. Und dass die Wünsche, das ist jetzt eine weitere Studie, die ist auch ein bisschen, wir haben irgendwo ein Fokusproblem. Ich guck mal ganz kurz an die Kamera. Ja. Wir haben da Studie für Studie immer wieder das gleiche Ergebnis, dass nämlich die First-Line-Worker leider nicht so wirklich gut ausgerüstet sind und dass da viel Potenzial ist, viel Potenzial auch für die Unternehmen, dass da, wie soll ich sagen, die Wertschöpfung deutlich verbessert werden kann. Also heute ist irgendwie der Wurm drin mit unserer Schärfe. Ja. Keine Ahnung. Wir müssen uns mehr bewegen, bis die Kamera uns erkennt. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ja, Thema Nummer 1. Ich weiß nicht, ich bin jetzt einfach mal so frei und gebe die Fernbedienung Dominik. Dankeschön. Ja. Die HoloLens, beziehungsweise die HoloLens 2. Ja.
Hochwertiger, schöner Karton. Ja, auf jeden Fall wertig. Ich hatte sie tatsächlich schon in der Hand. Ich hatte sie schon auf dem Kopf. Ich habe sie schon benutzt. Cooles Teil für den richtigen Anwendungsfall. Also auch von der Bedienung her echt macht Spaß. Hat ein riesen Sichtfeld und ist wirklich von der Auflösung her auch wirklich sehr, sehr hochauflösend. Also es ist kein Pixelbrei, nenne ich es jetzt mal, den man an der Stelle sieht. Und es ist echt bequem. Man kann sie wirklich instinktiv bedienen. Also man spricht ja immer von diesen Digital Natives und die Kinder, die jetzt schon swipen können und so Geschichten. Aber tatsächlich würde ich behaupten, man muss die nicht erlernen. Man hat die auf und benutzt einfach und muss sich wirklich keine Gedanken machen. Es ist wirklich cool von Die Mara, die später noch kommt, die muss mir das auch mal zeigen. Also ich finde es immer unheimlich. Also was ja nicht da sein kann, ist das Gefühl am Finger. Nee, die Haptik kann man nicht. Ich kann Sachen berühren trotzdem, also vermeintlich berühren. Und ich finde es eigentlich genial. Aber muss man natürlich auch sagen. Wir sind mal wieder unscharf. Oh, kaum tanzt man ein bisschen, sind wir wieder scharf. Muss man natürlich auch sagen, der Karton kostet 3.000 Euro und 500 der Inhalt, ne? Ja, nicht ganz. Ich glaube, das Verhältnis ist eher umgekehrt. Aber ach so, ja, okay. Also der hochwertige Karton hat auch einen hochwertigen Preis. Ja. Es ist komplett drahtlos. Das ist cool. Man setzt die sich auf und braucht kein Kabel oder sonst irgendwas. Das ist ziemlich stark. Sehen wir nochmal ein Bild davon. Es gibt verschiedene Varianten davon. Einmal die HoloLens, die wir gerade gesehen haben. Dann haben wir die Industrial Edition. Hier sehen wir jetzt mal in einem Reinraumeinsatz. Ja, also das heißt, die ist eher für den Industriegebrauch gedacht. Dann haben wir die Industrievariante mit dem Dynamics 365 Remote Assist. Den schauen wir uns dann bei der Mara nochmal genauer an. Die wird uns den zeigen. Wir haben die Trimble XR10 mit HoloLens 2. Was heißt denn das jetzt? Ja, im Endeffekt, Sie sehen es, der hat einen Helm auf. Und, ja, aber der Trick ist ja nicht, das ist ein Helm isoliert und eine Brille isoliert, sondern das ist ja ein ganzes... Ein Set Helm und Brille. Ja, ja. Und in allen Bereichen, wo halt Helmpflicht herrscht, und ich sag mal, die HoloLens hat natürlich auch ihre Daseinsberechtigung, gerade in der Gebäudevisualisierung, wo wir... die Gebäude in 3D, die Räume und so weiter uns angucken können. Und da ist halt Baustelle und da ist halt Helmpflicht, zu Recht. Und dafür gibt es eben auch eine Lösung. Dann haben wir die normale HoloLens mit dem Remote Assist, also die klassische, wie wir es jetzt vorher schon gesehen haben. Und wir haben natürlich nochmal eine Development Edition. Das richtet sich ganz klar an den Entwickler, die an der Stelle, sage ich mal, für die HoloLens entwickeln. Die haben dann die Möglichkeit, an der Stelle nochmal mit gesonderten APIs und so weiter darauf zuzugreifen und dafür Programme zu entwickeln. So. Ich bewege mich. Ja. Holoportation. Holoportation, das Wort, das fand ich so unheimlich gut. Ist tatsächlich, ich habe zuerst gedacht, das ist von dem Zeitungsartikel, das steht tatsächlich auf der Seite von Microsoft. Zwar nicht ganz so groß im unteren Bereich, aber das Wort Holoportation, diese Erfindung, die finde ich auch so schön. Also das heißt, wir portieren uns in Richtung Holographie, Hologramme. Genau. Wir haben mit der HoloLens, wie gesagt, die Möglichkeit, eine Remote-Unterstützung zu machen. Wir können zusammenarbeiten. Also wichtig ist, das Ziel von der HoloLens in Verbindung vor allen Dingen mit Microsoft Mesh, was ja eigentlich das Thema ist, ist, wir arbeiten gemeinsam an unterschiedlichen Orten in einem virtuellen Raum. Genau. Also die Brille, die gibt es ja jetzt schon länger, die ist ja schon die zweite Version. Ja. Und da ist eine Person mit einer virtuellen Realität versehen. Und das Mesh bringt ja verschiedene Personen zusammen in eine virtuelle Realität und die können zusammen agieren. Also das ist nicht irgendwo ein starres Modell. Wenn einer was tut, dann sieht der andere das. Ja? Genau. Und das ist natürlich schon, es geht natürlich alles ohne KI, sondern... Ja, klar, das ist alles gar kein Problem. Also schon eine tolle Sache. Also ist aber noch, wenn ich das richtig weiß, also zumindest nur in Teilen freigegeben. Ist zwar noch announced, nicht, aber noch nicht ganz da. Ja. War ja das große Ding auf der Ignite. Genau. Aber es ist noch nicht final... Komplett, ja.
Aber wir sehen schon, also wir haben eben die Möglichkeit, Remote-Unterstützung gemeinsam zu machen. Wir haben die Möglichkeit, zusammen an Dingen zu arbeiten. Wir können zusammen trainieren oder lernen, ja. Wir können gemeinsam räumlich designen. Irgendwie sitzen wir heute schlecht im Fokus. Nachher in der Pause nach. Genau. Und wir haben die Möglichkeit, virtuelle Meetings darüber abzuhalten. Also tatsächlich, man hat eine HoloLens und sieht den anderen dann. Also tatsächlich spannende Themen. Und eine Hommage an ein gewisses Raumschiff, dessen Fan hier neben mir sitzt. Kann es nicht leugnen. Genau. Mesh ist im Endeffekt ja auch nur ein SDK, also ein Software Developer Kit und setzt sich eigentlich aus verschiedenen Teilen zusammen. Ja, also einmal die Spatial Maps, den virtuellen Raum, die Presence, das Rendering, also das Bereitstellen von 3D-Modellen und der Multi-User-Sync, also dass wir quasi mit mehreren Usern zusammenarbeiten können. Genau, ja. Wir sehen aber schon, was da drunter liegt, sind eigentlich alte Bekannte. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Zur Authentifizierung, dass dieses ganze Ding sicher ist, ist natürlich wie immer unser Azure AD notwendig. Damit wir auf das Ganze gut zugreifen können, per API-Zugriff und so weiter, haben wir den Microsoft Graph. Und irgendwo muss das ganze Zeug ja auch drauf laufen. Also du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen KI ist da auch hinten dran. Ja? Das heißt, wir brauchen eine gewisse Infrastruktur und das stellt uns natürlich in dem Moment Azure zur Verfügung. Wenn wir uns das Ganze dann nochmal so ins Gesamtheit angucken, dann sehen wir schon, was es auch an schon enabled Apps gibt. Also die Mesh-App natürlich, ein Allspace VR, ein Teams. Teams? Ja? Okay. Teams, ja. Dynamics 365 und es gibt schon einige an Partner-Apps, ja. Das Ganze wird dann eben mit einem Toolkit bereitgestellt. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten, die wir schon genannt haben mit den Capabilities. Und da ist unsere Plattform drunter. Da haben wir im Endeffekt unsere Users, unsere Graph, unsere Infrastructure und so weiter und so fort. Hallo, heute ist. Und wir haben einen Multi-Device-Support. Das heißt, Mesh ist auch nicht ausschließlich auf der HoloLens zur Verfügung gestellt. Es gibt auch durchaus andere Varianten, wo wir es nutzen können. Bis hin, wir sehen es hier unten auch klassisch auf einem Handy oder auf einem Desktop-Rechner. Ja. Ja. Wenn wir uns das mal angucken, Azure ist da irgendwo der Backbone. Was gibt es da alles schon für Services, die wir im Endeffekt nutzen können? Spatial Anchors sind tatsächlich die Möglichkeit, Mixed Reality zu machen. Das heißt, Sie haben zum Beispiel eine Firma, haben eine große Halle und möchten dafür sorgen, dass die Leute, wenn sie reinkommen, mit einer HoloLens oder mit dem Handy zum Beispiel einen virtuellen Wegweiser angezeigt bekommen. Firmenführung. Man klickt quasi drauf und wird dann durch die Firma geführt. Das wäre alles möglich. Museum. Ja. Alles denkbar. Ja. Die Spatial Anchors haben einen Vorteil, wir können die dann quasi wirklich auf einen Geopunkt quasi per GPS-Daten senden und die bleiben dann auch da, also die sind quasi immer vorhanden. Dann, wir haben das Remote Rendering, das heißt, wir haben im Endeffekt 3D-Modelle, die wir in Echtzeit von Azure rendern lassen. Das heißt, wir nutzen einfach diese immense Rechenleistung von Azure und stellen in Echtzeit 3D-Modelle bereit. Ja? Das finde ich schon faszinierend, solche Motoren, Antriebe und so weiter, um die man richtig rumlaufen kann. Ja? Man kann draufklicken und die gibt Explosionszeichnungen. Man kann an Teilen ziehen, die in der Lage verändern und so weiter. Also schon faszinierend, wie das läuft. Ja, ja, wir haben den Digital Twin. Wir können im Endeffekt IoT-Lösungen in Echtzeit modellieren. Das heißt, wir modellieren das quasi virtuell als digitaler Zwilling und bauen es dann erst in Azure quasi nach. Ja. Auch spannend. Wir haben die Kinect-Geschichten, mit der wir im Endeffekt maschinelles Sehen und Hören und so weiter. Auch hier hinten dran natürlich wieder die Azure Cognitive Services als KI-Lösung, die das Ganze uns so bereitstellen. Und wir haben Object Anchors, damit können wir quasi virtuelle 3D-Objekte an bestehenden wirklichen realen Objekten dranhängen. Also wir könnten ans Empire State Building dann quasi noch einen
einen King Kong dran machen, ja, der dann virtuell angezeigt wird oder so Geschichten. Das ist natürlich kein wirklich interessantes Anwendungsgebiet, aber damit wäre sowas zum Beispiel möglich. Ist ja, hört sich alles furchtbar high sophisticated an, tagtäglichen Einsatz gedacht. Ne? Wir haben ja vorhin gesagt, Firmenführung, Museumsführung, vielleicht Leute, die zusammen irgendwo was entwerfen müssen und so weiter. Also Einsatzgebiet tagtäglich und nicht für den Chefinformatiker mit zwei Diplomen, nein, sondern tatsächlich für jemanden, der damit umgehen muss und seine Arbeit damit erledigen, nicht IT machen. Ganz ja, genau. Ja. So, jetzt wäre tatsächlich der Slot von der Mara. Die Mara hat aber angekündigt, dass sie es vielleicht nicht packt. Ich weiß nicht, hat sie es geschafft? Sie ist da. Wunderbar, Mara, dann schalten wir zu dir. Hallo. Hi, Mara, wir sehen dich. Hört ihr mich? Super. Ja, ja, wunderbar. Ihr seht mich, hört ihr mich auch? Ja, wir sehen und hören dich wunderbar. So, perfekt. Du bist dann live in voller Größe. Hallo ja. Schon mal. Ich will nur mal gucken. Ihr seid ja früh dran, oder? Ja, wir sind gut durchgekommen, sagen wir es mal so. Also, ja. Perfekt, dann kann ich ja loslegen. Das heißt, ich schalte jetzt meinen Bildschirm frei. Moment. So, ja, ich sollte das jetzt sehen, richtig? Ja. Passt alles? Gut, dann sage ich mal herzlich willkommen und guten Morgen. Ich halte jetzt gerade dieses Webinar von einem an vom Taunusstein. Bin nämlich eigentlich in einem Kundentermin heute, aber durfte mich jetzt hier in den Raum setzen und das alles sehr spontan quasi noch machen. Ich freue mich erstmal, dass ich hier die Möglichkeit habe, ein bisschen was über die HoloLens zu erzählen und wie das Ganze in der Praxis und vor allem eben für Frontline-Workers genutzt werden kann. Zum Einstieg kurz was zu mir. Und zwar hier, weil ich immer denke, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Das Ganze kurz mit ein paar Einblicken, was ich bisher so gemacht habe. Also zum einen auf der einen Seite sehen Sie vielleicht, da ist der Mainzer Dom und ein Büro, wo es etwas, ich sag mal, chaotisch aussieht. Und zwar soll das darstellen, dass ich, bevor ich seit im Januar jetzt diesen Jahres bei Bechte angefangen habe, in Karlsruhe, habe ich an der Uni in Mainz meine Promotion gemacht und habe da quasi 4 Jahre lang über Virtual Reality geforscht. Und dieses Bild zeigt quasi ein Büro, wo ich mein erstes Experiment mit der Oculus Rift damals durchgeführt habe mit Studenten. Und dann sehen Sie, jetzt bin ich eben bei Bechtle Karlsruhe, bin hier im Bereich Modern Workplace angesiedelt und gebe hier Workshops wie zum einen hier für unsere eigenen Vertriebler, damit die einfach mehr mit diesem Thema in Kontakt kommen und wissen, was so die Use Cases sind. Und dann sehen Sie hier noch mich als Avatar, wie ich selber bei einem Workshop in VR teilgenommen habe, wo es darum ging, wie man quasi Soft Skills in VR besser lernen kann. Und ganz unten noch mein eigener Hund, mit dem ich dann häufiger nach dem Feierabend spazieren gehe. Der ist aber echt. Das so kurz. Wie bitte? Der ist aber echt. Ja, der ist echt und der ist auch ziemlich groß. Also, manche fragen immer, ob ich mit meinem Pony unterwegs bin, wenn sie mich sehen. genau, also so kurz zu mir. Dann erstmal, bevor ich anfange, gebe ich immer gern noch so einen kurzen Überblick über die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, einfach weil man nicht genau weiß, wie ist der Stand bei jedem und dass quasi jeder so denselben Ausgangspunkt hat, bevor es dann zu den einzelnen Use Cases geht. Und zwar ganz links gibt es diesen Begriff, das nennt sich Assisted Reality und zwar handelt sich dabei um eine Technologie. Vielleicht kennen Sie ja die Realware, die ist auch insbesondere für Frontline-Workers geeignet.
Und zwar ist es eigentlich, hat es nichts so richtig mit diesem Mixed Reality zu tun, sondern ist nichts anderes, wie wenn sich jemand ein, ich sage immer, hier vorne noch ein Handy hinschnallt, wo er nochmal ein Display hat, wo er dann quasi den Experte sieht und da halt Informationen und Unterstützung bekommen kann. Und gleichzeitig hat er hier oben eine Kamera, wo dann quasi der Experte, der zu Hause sitzt, sieht, was der Frontline-Worker gerade, wo der gerade steht, was der so macht. Und da ist eben insbesondere die Realware eine sehr bekannte Hardware dafür. Vielleicht kennt sie ja der eine oder andere, ist gut mit auch mit Teams oder mit TeamViewer kompatibel. Und gerade für robustere Einsatzzwecke, wie jetzt auf dem Bau oder auch offshore einzusetzen. Dann haben wir in der Mitte den Begriff Augmented bzw. Mixed Reality, die Technologie. Meiner Meinung nach ist Mixed Reality eine Eigenerfindung von Microsoft, weil im Prinzip weiß ich nicht, wo genau die Unterschiede sein sollen zu Augmented Reality. Und zwar beschreibt das einfach, dass man die echte Welt mit einem digitalen 3D-Objekt oder Inhalt erweitert. Das kann sein, jetzt gerade im Fall für Thema Frontline-Worker, Remote Assistance, dass dann halt jemand eine 3D-Pfeil in die eigene Welt ziert, sodass derjenige, der Frontline-Worker, genau sieht, wo er jetzt ein Problem hat und wo er vielleicht die Stellschrauben verändern muss, um das zu beheben. Andererseits kennt man das natürlich auch, zum Beispiel von IKEA gibt es eine ganz bekannte App, die Places App, wo man dann sein virtuelles Sofa davor bei sich im Wohnzimmer mal platzieren kann mit dem eigenen Tablet und schauen kann, ob das so passt. Im B2B-Umfeld ist da jetzt insbesondere eben die HoloLens bekannt, weil man da halt die Hände frei hat, was halt extrem praktisch ist, weil man dann einerseits eben den Experte sieht vor sich. Ich zeige da nachher nochmal ein Demo-Video. Und andererseits hat man halt diese kleine Kamera, wo der zu Hause oder im Büro dann sieht, was man gerade macht und dadurch halt Unterstützung geben kann in Form von Dateien, die er einem schickt, die man dann in sein Sichtfeld einblendet als digitales 3D oder einem Pfeil oder irgendeinen Kringel. Und privat können wir das Ganze halt über ein Smartphone einfach nutzen. Dann gibt es den Bereich VR, also Virtual Reality. Das bedeutet einfach, dass man halt komplett in einer digitalen Welt ist, die sehr echt empfunden wird und wo man halt eine 360-Grad-Ansicht hat. Sprich, egal wo ich hingucke und wo ich mich hindrehe, man ist immer in dieser virtuellen Welt. Und da spricht man auch häufig von dieser Immersion. Bedeutet also, man hat das Gefühl, dass man da wirklich eintaucht und deshalb wirkt es total real. Und es führt halt dazu, dass man so Simulationen sehr gut durchführen kann, weil der Mensch in dem Moment, wenn er die VR-Brille aufhält, hat unterbewusst wirklich so ein bisschen das Gefühl, hat er ist da gerade und sich da viel besser reinversetzen kann, wie wenn ich das Ganze halt über ein Video zum Beispiel trainiere. Genau, das so mal zu grob die Unterschiede, damit man da auf einer Ebene sind, bevor es losgeht. Habt ihr beide dazu Fragen, Hardy? Ja, alles gut. Perfekt. Wir unterbrechen dich, wenn wir Fragen haben. Keine Angst. So schüchtern sind wir nicht. Genau, jetzt mal so, was sind eigentlich so die Vorteile von gerade jetzt im Thema Remote Assistance und bei Mixed Reality? Zum einen ist es natürlich, wie wir schon wissen, dass man durch die HoloLens oder auch eine Realware einfach Funktionsprüfungen, Anlagen oder Werksabnahmen von überall durchführen kann. Sprich, einer muss vor Ort sein, egal wer. Und der Experte, der kann halt einfach zu Hause sitzen oder halt im Büro und kann dadurch halt viel effizienter nutzen, wie dass er halt da immer ewig lange Wege erstmal zum Kunde hat. Und dadurch kann man natürlich dann auch so Ausfälle die Zeit viel schneller verkürzen, spart dadurch auch extrem Kosten. Und halt auch natürlich Thema Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß, wenn er nicht immer überall hinfahren muss, sondern halt die vor Ort, die da eh schon sind, dann einfach ihn kurz zuschalten können.
wenn sie ein Problem haben. Jetzt hier auch gerade bei dem Kunde, wo ich gerade sitze, lustigerweise, da ich die HoloLens dabei habe, der hat nämlich auch gerade erzählt, dass sie das auch im Werk in Italien benutzen, die HoloLens, auch für diese Geschichten eben. Dadurch kann man natürlich auch sagen, jemand, der sich vielleicht noch nicht so auskennt, den kann man trotzdem mal alleine wohin schicken. Und der hat dann immer noch die Möglichkeit, dass er sich Hilfe über die HoloLens holen kann, wenn er ein Problem hat, sodass man halt einfach eine Einweisung oder die Fehlerquote von dem jungen Mitarbeiter, sag ich mal, reduzieren kann. Und ansonsten bietet natürlich die HoloLens auch noch die Möglichkeit, dass man egal wo eine standortunabhängige Visualisierung von Produkten darstellen kann. Zum Beispiel in Form von einem Prototyp, den man halt noch gar nicht so richtig gebaut hat, aber halt im Vorfeld schon mal dem Kunde präsentieren möchte. Oder gestern kam auch eine Frage dazu, wie man vielleicht einfach eine Messehalle, dass man dann, bevor man quasi, wenn man die Planung gemacht hat, das Ganze erstmal virtuell visualisieren kann, indem man dann mit der HoloLens durch diese leere Halle läuft und schaut, wo wir reden. Das halt alles so Sinn oder das vielleicht anders aufbauen. Mara, du bist leider immer wieder ein bisschen weg, abgehackt. Weiß nicht. Okay. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was ich ändern soll. Ja, ich sag's nur. Ich hoffe, es wird trotzdem einigermaßen verständlich. Gleichzeitig kann man dadurch, dadurch das recht echt wirkt, Sachen halt viel besser auch simulieren und sich besser vorstellen, dadurch, dass man es halt visuell darstellt. Dann kommen wir mal zu den Anwendungsbeispielen, wo wir teilweise jetzt schon auch hatten, nur nochmal zusammengefasst. Zum einen eben dieses Thema Remote Assistance, dass ich eben egal von wo mir Support holen kann, indem ich einen Experte zuschalte und der mir Tipps gibt, wie ich das den Fehler jetzt beheben kann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man zu Schulungen einfach viel interaktiver gestaltet, indem man das Ganze mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen bestückt, die aber eben über die Brille dargestellt werden. Das heißt, derjenige kann einerseits halt diesen Vorgang durchführen und gleichzeitig hat er eben immer den Schritt, muss ich sehen, zieht die Anleitung für den Step durch quasi, kommt zum nächsten Schritt, führt das durch, dann wird das Ganze vielleicht noch bestückt mit einem Video, das gezeigt wird, sodass das Lernen einfach viel effizienter ist. Dann nochmal das Thema mit den 3D-Objekten, die man digital präsentieren kann, ohne dass man jetzt gleich, sage ich mal, ein Riesenprodukt oder ein großes Surface Hub zum Kunde mitnehmen muss. Hier das kollaborative Arbeiten, ich glaube, da habt ihr ja vorher auch drüber gesprochen, über ja. Microsoft Mesh. Genau. Das geht wieder in die Richtung und in die Visualisierung von Daten, wie zum Beispiel BIM-Daten oder GIS-Daten, um das Verständnis dafür sich, sag ich mal, zu verändern und das Ganze besser vorstellen zu können. Jetzt kommen wir gerade zu dem Thema nochmal eindeutig mit Remote Assistance, weil da geht es ja auch darum, um die Frontline-Worker. Hier habe ich gerade mal ein Video aufgenommen, wo wir das mal gemacht haben mit einer Kollegin zusammen. Also das hier unten bin ich und da oben ist mein Kollege, der Jens Bonnet. So sieht man das dann quasi über die Brille. Und hier sieht man schon mal auf dem Bild diese virtuellen Pfeile, die mir dann mein Kollege gesetzt hat. Also in dem Fall war ich einfach bei uns im Heizungsraum und er hat sich vom Büro aus zugeschalten. Und dieses Bild, das kann ich halt einfach überall, ich sag mal, in mein Sichtfeld andocken. Und wenn ich weglaufe, folgt mir das Bild. Die Pfeile wiederum, dieser Vorteil, die bleiben genau an dieser Stelle, wo
sie mir gesetzt worden sind. Also das heißt, wenn ich dann halt mal kurz in eine andere Richtung laufe und wieder zurückkomme, weiß ich immer noch ganz genau, dass sie hier waren. Ich starte jetzt mal das Video und hoffe, dass das geht. So, also es ist ohne Ton. Hier sehen Sie meine Kollegin, das ist bei uns im Büro. Und ich setze ihr jetzt einfach virtuell. Ganz kurz, Patrick, kannst du vielleicht auf unser Bild schalten, weil das Video läuft leider nicht flüssig. Aber wir haben es ja auch hier, wir spielen das Video, du kommentierst einfach weiter. Mara? Okay, ich glaube, wir haben Mara komplett verloren. Das ist sehr schade. Du bist noch da? Wunderbar. Aber noch da, ja. Ihr zeigt es jetzt gerade. Ja, genau. Wir zeigen gerade das Video. Ich kann einfach was dazu sagen. Perfekt. Ja, und durchklicken. Genau, also hier, man kann auch, ich habe dann noch Fotos gemacht. Die kann man natürlich auch noch von dem Fehler zum Beispiel direkt machen und dann auch direkt verschicken, weil man das halt von Teams kennt. Dann sind die hier auch abgespeichert, die Dateien. Und genau, dann kann ich hier einfach wieder zum Anruf zurückgehen. Hier unten sieht man dieses Chatfenster. Also ich merke schon, heute haben wir das verflixte 13. Event. Ja, als hätten wir es nicht angesprochen. Ja, es ist tatsächlich so, mal sind wir unscharf, mal fällt der Referent einfach aus der Teams-Session. Können wir jetzt auf die Schnelle ad hoc nicht beheben? Wir können versuchen in unserem Laienhaften... Ich höre euch wieder. Ah, okay. Du bist immer mal wieder weg, Mara. Wir versuchen dann zu überbrücken. Ja. Ich würde vorschlagen, wir machen vielleicht das zweite Video, das wir noch spielen, in der Hoffnung, dass du es vielleicht kommentieren kannst und hoffen, dass wir dann wieder auf dich schalten können. Also das heißt, ich springe jetzt mal aufs zweite Video. Genau, dass du vielleicht, war ja dann eh schon, glaube ich, durch meinen Slot. Dass du einfach mal kurz das zweite Video kommentierst. Das läuft bei uns jetzt gerade. Genau. Ja. Hier mal ein Beispiel von der Schriftbeschreibung. Also mir wurde hier ein Bild eingeblendet, das da unten ist übrigens nicht echt. Das ist ein virtueller, ein Tisch. Kompressor. Und da kann ich halt dann Reporting machen, was ist das Problem. Dann sehe ich natürlich ganz genial eine Auswertung noch. Also wie lange hat derjenige für welchen Schritt gebraucht? Das wird mir danach über Power BI zugespielt und ich kann das auswerten und sehe dann, okay, wo sind die Schritte, die jetzt vielleicht gerade problematisch sind bei den Lernenden und kann das dann vielleicht nochmal vertiefen und nochmal genauer mit denen darüber sprechen. Und hier kann ich dann halt auch echte Vorgänge mal so durchführen, um einfach die Bewegung dadurch zu lernen. Und ja. So, genau. Und jetzt hier nochmal passt, oder? Ja, genau. Jetzt haben wir nur noch dein Portfolio. Das kannst du vielleicht wieder einblenden, weil das ist nur Folie. Das sollte passen. Okay. Moment. Gehe ich gerade mal weiter. So. Halt. Beziehungsweise. Du gibst gerade nichts frei, ne? Ja. Ich bin gerade dabei. Moment. Okay. So. Hier, yeah. Also, was bieten wir jetzt an in dem Fall zu dem Thema, ich sag mal, Unterstützung von Frontline-Worker durch Mixed Reality? Also zum einen, dass wir halt beraten über die unterschiedlichsten Hardware, wo man halt auch genau besprechen, was sind die Anforderungen von Ihnen als Kunde und welche Hardware können wir da empfehlen. Dann können Sie natürlich auch immer eine Leihstellung erstmal bekommen von der Hardware für Konzept. Dann bieten wir selber Workshops an, wie zum Beispiel, dass wir Ihnen beibringen, wie Sie so hier Schritt für Schritt Anleitungen erstellen können, wie Sie auch das Thema, ich sag mal, User Adoption ist bei uns mit drin, dass wir da Einweisungen geben für Ihre
Mitarbeiter und die dadurch halt, dadurch die Akzeptanz für die neue Technologie steigern, damit die halt auch wirklich eingesetzt wird und nicht einfach nur irgendwo dann verschwindet, weil halt keiner richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Dann haben wir eine Kooperation mit dem VR Business Club. Das ist quasi ein Netzwerk und so eine Art Verein über AR/VR. Also wer sich dafür interessiert, da bieten wir auch immer wieder so ein paar Workshops an und Webinare, wo wir über ein gezieltes Thema dann sprechen. Und dann haben wir unten hier noch die konkrete Installation, dass wir dann die Anwendungen, die Sie möchten, auf die Brille schon im Vorfeld laden und die Ihnen auch zeigen, wie Sie das Ganze andere verwalten können, über zum Beispiel den Endpoint Manager, Apps draufspielen, einen Kiosk-Modus einstellen, solche Geschichten. Beraten wir natürlich auch noch über unterschiedlichsten Software. Wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Frontline-Worker geht, gibt es ja nicht nur von Michael. Mara ist wieder eingefroren. Ist mal wieder weg. An der Stelle vielleicht einfach auch zu überbrücken. Ich stelle dir mal die Frage, wie viele HoloLens-Partner gibt es in Deutschland? Oh, ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Also HoloLens kann man beziehen bei Microsoft direkt, bei Bechtle und bei einem weiteren Partner. Also es ist nicht so, dass ich es an jeder Ecke kriege. Ich glaube, wir haben die Mara total verloren. Sieht so aus, ja. So. Ja, jetzt bin ich wieder da, aber ich habe meinen Freigabe jetzt ausgemacht. Du, ich glaube, es ist einfach so ein bisschen instabil. Es ist zwar sehr schade, dass du jetzt, sag ich mal, die letzten zwei Folien jetzt nicht mehr präsentieren kannst, aber wir sagen dir trotzdem vielen Dank, dass du dabei warst und wünschen dir noch einen schönen Tag und guten Kundentermin. Danke dir. Entschuldige nochmal für dieses schlechte Internet. Ja, das war jetzt alles recht kurzfristig, auch mit dem Termin jetzt hier. Und von daher musste das jetzt irgendwie ein bisschen spontan und flexibel bleiben. Ich hoffe, es hat jetzt trotzdem einigermaßen gepasst. Also okay, viel Spaß noch schon. Und noch ein spannendes Webinar. Danke dir. Und ein paar Fragen einfach gerne melden dann. Ja. Wir blenden deine Adresse nachher ein. Wenn jemand noch Fragen hat, dann wird er sich bei dir melden, ja? Danke. Perfekt. Dankeschön. Ciao. Der Running Gag. Der Running Gag. Du hast das Mikrofon mal wieder runtergeschmissen. Ja, ein Traum. So, leider technisch ein bisschen schwierig gerade. Kann man manchmal nicht heben. Aber ich glaube, wir haben die Kamera in den Griff gekriegt. Aber soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, ja. Wir sprechen auch mal über das Thema Firstline Worker und M365. Also ich würde sagen, das ist jetzt gerade so ein Powerslide. Ne? Also eine 180-Grad-Wende von der sehr, sehr anspruchsvollen Technik auf eher... Willst du sagen, dass M365 nicht anspruchsvoll ist, Hadi? Nein. Das tagtägliche Handwerkszeug und von daher darf es auch gar nicht so anspruchsvoll sein, sondern das muss man ja irgendwo blind nutzen können. War nicht despektierlich, sondern war einfach, es ist ein harter Themenschwenk einfach. Das ist richtig. Ja. Also die HoloLens, die für viele ja, sag ich mal, noch so ein bisschen wie Science Fiction anbietet. Genau. Ja. Genau. Und jetzt, sage ich mal, das M365, das ja, sage ich mal, in vielen Firmen einfach schon der Alltag ist. Tja, es ist hier dabei, es ist überall da, dabei. Es ist auf dem Laptop, es ist überall. Gut, ja, Werkzeuge für den Alltag. Ist ja ganz klar, dass man ganz vorne erstmal Teams nennt. Gehen wir auf Teams gehen wir nachher nochmal kurz in separaten Folien ein. Das gleiche gilt für OneDrive, gucken wir auch nochmal explizit an. Und was steckt dahinter, beziehungsweise was ist so eine Begleit-App? Das ist SharePoint und Microsoft Lists, was ja auch Begleit-App. Also. Was ja auch nichts anderes ist als SharePoint, die Lists. Ja? SharePoint ist nicht die Begleit-App, sondern SharePoint hat ja irgendwo ein Stück weit seine Rolle gewechselt. SharePoint ist ja fast überall irgendwo im Hintergrund mit dabei. In
deutlich überarbeiteter, deutlich, sagen wir mal, optisch aufgewerteter Funktion auch. Und nur auf dem Mobilgerät, also auf dem iOS-Gerät oder auf dem Android-Gerät, ist SharePoint halt auch als separate App definitiv verfügbar, genau. Während das auf dem normalen Client halt irgendwo mitläuft. Ja. Ja. Wer kennt Outlook nicht? Und Yammer hat auch in letzter Zeit deutlich an Gewicht gewonnen. Als Kommunikationsinstrument. Ich nenne es immer das Facebook für Unternehmen. Ja, ja. Okay. Es ist ein Social Media Tool. Ja. Es ist es tatsächlich. Ja. Das aber tatsächlich auch innerhalb der Bechtle sehr stark genutzt wird. Also jeder, der weiß, wie die Bechtle aufgestellt ist mit 70 Standorten in inzwischen 5, 6 Ländern, glaube ich, ja, ist es einfach schwierig. Da fährt man mal nicht eben schnell zum Kollegen nach Hamburg oder teilt ihm mit, es ist was Neues raus. Das heißt, wir haben hier wirklich die Möglichkeit, als quasi Business Social Media hier über Standorte hinweg unsere Informationen auszutauschen und Diskussionen zu starten. Und es wird innerhalb der Bechtle sehr rege genutzt, muss man ganz klar sagen. Ja, und interessanterweise, klar, warum soll es Microsoft das nicht benutzen? Aber Microsoft verwendet, das war jetzt Nummer 3, Microsoft verwendet Yammer tatsächlich als Haupt, wie soll ich sagen, Verkündungsinstrument für Neuigkeiten, Veränderungen, für technische Dinge, ja, und so weiter und so fort. Läuft alles über Yammer Groups. Ja, ja, absolut. Also ja, ich bin selber auch in einigen Microsoft Yammer Groups drin und das ist, also damit es auch klar ist, es ist nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern durchaus auch mit externen. Also man kann da Externe einladen, aber genau, es ist so ein, sag ich mal, es ist nicht public. Es kommt nicht jeder rein, man muss halt quasi dafür sorgen, dass jemand entweder reinkommt. Entweder eingeladen werden oder anfragen, genau, ob man rein darf. Ja, auch ein wichtiges Instrument für die tagtägliche Arbeit, Planner. Also wie verwalte ich meine Aufgaben? Ja, wie kriege ich meine Aufgaben erledigt, zuverlässig erledigt? Wie habe ich Wiedervorlagen und so weiter? Und mit diesen drei Elementen hat man die Instrumente dazu. Das Shift, also die Schichten. Die gucken wir uns gleich nochmal an, weil das auch ein weniger bekanntes Tool ist, aber eigentlich sehr hilfreich. Gerade in Schichtbetrieb und wo gibt es denn nicht? Den gibt es in Produktion, den gibt es in den, was weiß ich, Feuerwehr, Rotes Kreuz, den gibt es in der Pflege, den gibt's also überall, ja. Und hat man wirklich ein gutes Instrument. Schauen wir uns dann gleich nochmal an. Dann die Lens. Lens ist ja was, wo ich irgendwo per Kamera, heute ist Freitag, der 13. für mich, wo man per Kamera Informationen erfasst. Genau, also diejenigen, die es noch nicht kennen, das ist eine App, mit der kann ich quasi Sachen abfotografieren und die werden direkt weiterverarbeitet. Also ich gehe zum Beispiel hin und habe einen Text auf dem Tisch liegen, fotografiere es ab und kann auch, das Schöne ist auch leicht schräg oder so fotografieren. Genau. Markiere, das ist der Text, zack, und ich habe dann quasi wie einen Scan von dem Text. Also das ist tatsächlich eine richtig coole App. Also ich nutze die häufig auch für Whiteboards und so Geschichten, weil man hat danach immer ein herzeigbares, gutes Foto. Genau, genau. Ein präsentables und wiederverwertbares Ergebnis. Genau. Ja. Schichten haben wir ja schon gesagt, schauen wir uns gleich nochmal an. Dann Stream. Das ist dieser bei den Icons drüben, dieser dunkelrote Pfeil. Dieser hier an der Stelle. Genau. Ja. Stream wird ja, sagen wir mal, so als ich nenne es mal Videoprotokoll in Teams und anderen Tools mittlerweile genutzt. Ja? Also es ist so, es orientiert sich ehrlicherweise ganz stark an einem amerikanischen Konkurrenten, der mit You anfängt und Tube aufhört. Genau. Es ist ein Videoportal, indem ich Informationen bereitstellen kann für Mitarbeiter, tatsächlich nur innerhalb meines Unternehmens. Das ist ein nicht nach extern teilbares Tool, zumindest jetzt nicht. Ich kann hier auch mit Kanälen arbeiten, ich kann hier mit Gruppen arbeiten, ich kann hier verschiedenen Leuten verschiedene Videos freigeben, ich kann hier Schulungsvideos bereitstellen und so weiter und habe hier wirklich ich nenne es jetzt mal Firmen-YouTube. Ja, also hätte ich jetzt gerade auch noch anmerken wollen. Also funktional wie YouTube, aber eben gekapselt heißt fürs Unternehmen. Ja. Genau.
So, und was relativ Neues, ist eigentlich kein Hexenwerk, ist nur so ein Meeting, aber durchaus hilfreich. Genehmiger, ich glaube, das war früher dieser, ich glaube, Three-Step-Workflow hieß es in SharePoint, ist ja nichts anderes als, ich habe eine Anfrage, die wird dann irgendwo abgehakt oder widerrufen, genau. Also irgendein Ja-Nein oder freigegeben oder abgelehnt. Und dann geht es zum nächsten, nochmal das Gleiche und dann geht es zum nächsten und dann ist fertig. Ganz genau. Also ja, ganz simpel. Wir hatten ja vorhin schon das Beispiel mit dem Urlaubsantrag, der auf Papier noch durchs genau. Unternehmen geistert. Das wäre genau so was, wo wir sagen könnten, ja, wir gehen hin, machen einen Urlaubsantrag und dann wird er digital direkt genehmigt an der Stelle. Ah, ich habe den Tag zu früh gelobt. Ja, na? Geht schon wieder los. Das geht schon wieder los. So, genau. Das waren die eben angesprochenen Schichten. Sieht erstmal aus wie ein Standardkalender. Kann ich gerade den Text noch reinklicken? Genau. Kann man verwenden. Einmal zur Schichtplanung. Das geht recht einfach. Ich erstelle einen Termin und wenn sich der wiederholt, dann kann ich den kopieren, kann den über Wochen, über Monate durchziehen. Durchkopieren. Aber es ist nicht nur ein Planungsinstrument, sondern es ist tatsächlich auch für die Leute, die damit arbeiten, die Möglichkeit, ihre Zeiten zu erfassen. Genau. Ja. So, jetzt ist ja so, dass ein Schichtbetrieb ja nicht statisches ist, sondern dass man da irgendwo auf Gegebenheiten reagieren muss, Schichten umplanen muss und so weiter. Und nichts leichter als das. Also ich kann Schichten ziehen, verändern. Das ganze System passt sich an. Wenn ich derjenige bin, der die Berechtigungen hat, klar, nicht für jeden. Nein, also das müssen wir an der Stelle auch ganz klar sagen. Kommen wir gleich aber auch noch drauf. Ja. Und das Ganze wird eigentlich immer recht schlicht und einfach dargestellt aus verschiedenen Perspektiven. Also das am PC oder iPad ist vielleicht eher so die Planerperspektive. Das, was am Mobile-Gerät, am iPhone oder am Smartphone irgendwo, am Android-Smartphone auftaucht, ist etwas simpler, dieser mehr persönliche genau. View. Und was eben gut möglich ist, problemlos, recht einfach für jeden machbar und verständlich. Ich will eine Schicht tauschen, ich brauche Urlaub, ich bin krank und so weiter. Das sind die typischen jeden Tag Vorfälle, die kommen in so einer Tätigkeit. Die kann man da extrem leicht abbilden. Jetzt ist es so, dass dieser Screenshot, ich sage jetzt mal, nicht der allerneueste Stand ist. Der ist etwa so 4, 5 Monate alt. Und das hier, das habe ich jetzt mal gerade bei uns nochmal nachgestellt, das ist das neuere Design. Man merkt, es ist etwas luftiger, ja. etwas übersichtlicher gestrickt, aber ist eigentlich eine tolle Funktion. Leider von vielen gar nicht gesehen. Übrigens, in den Screenshots, wenn du nochmal eins zurück ist, da ist natürlich so ganz locker unten beim iPhone Shift eingeblendet. Das kann durchaus sein, dass das bei Ihnen nicht der Fall ist, sondern bei Ihnen sieht es wahrscheinlich eher so aus, dass dieses Shift fehlt, die ganzen Icons nach links gerückt sind und da 3 Punkte sind. Und wenn Sie auf die 3 Punkte gehen, dann erst geht das Fenster auf mit Shift oder genau. Schichten. Ja. Schichten zu Deutsch, ja. Genau. So, OneDrive, das ist auch so ein ewiges Thema, aber vielleicht mal aus der Perspektive betrachtet, was ist der Klassiker für den Büroarbeiter? Ich habe als Netzwerkteilnehmer irgendein Laufwerk H, ein Home-Laufwerk. Ja. Ja. Da schmeiße ich alles hin auf den File-Server und da ist irgendwo ja, das, was ich so täglich produziere, sage ich jetzt mal, an Daten. Jetzt muss ich außer Haus und was mache ich? Ich kopiere es entweder irgendwo lokal hin, ich hole mir einen USB-Stick, ich schiebe es mir in die Dropbox oder sonst irgendwas, ist eigentlich alles völlig überflüssig. Wenn ich OneDrive als Home-Laufwerk benutze, dann kann ich das überall, aber auch wirklich überall benutzen. Wenn du mal kurz klickst, ja, im Explorer ist es drin. Wir haben es komplett eingebunden, also das ist für den User, wirkt es wie ein Netzlaufwerk. Ja. So, ah,
gut, die Animation geht ein bisschen. Das ist die Webdarstellung. Das ist tatsächlich das, was irgendwo in meinem Microsoft-Account oben ist. Sind die gleichen Inhalte normalerweise? Das ist einfach synchronisiert. Ja, natürlich ist synchronisiert, normalerweise. Ja. So, was jetzt auftaucht, das ist das Bild vom Mac. Also auch auf Macintosh ist es da. Ja. Ohne dass ich was mache. Ich greife immer auf die gleichen Daten zu. Ich muss nichts kopieren und hin und her schieben. Und letztendlich, natürlich ist es auch auf dem Mobilgerät verfügbar. Wer eine gute Bildschirmauflösung hat, der sieht verschiedene Icons. Ein Icon, das ist so eine Verknüpfung, so ein Ring. Genau. Das heißt, dass eigentlich das, was da ist, gar nicht in meinem OneDrive existiert, sondern dass das ein Link ist auf einen anderen OneDrive. Ja. Und trotzdem arbeitet ihr gemeinsam in den Dateien, was natürlich wieder dafür sorgt, dass wir zu deutend weniger Datenredundanz haben. Nicht ich habe meine Kopie und du hast deine sondern man arbeitet auf einer Wahrheit, wie so häufig. Und es ist natürlich für, sage ich mal, für eine IT auch das Thema, man spart natürlich enorm Platz ein. Ja? Also wenn man sich so die Home-Laufwerke manchmal mancher Kollegen anguckt, die dann durchaus gut gefüllt sind, ehrlicherweise bekommt jeder ab einer gewissen Lizenz 1 TB OneDrive. Das heißt, das reicht in der Regel auch für die größten Home-Laufwerke, um es abzubilden. Also man sieht es auf dem etwas, auf dem etwas größeren Bildschirm sieht man, dass dieser Ordner gar nicht mir gehört, sondern der Kollegin. Genau. Ja. Was anderes sieht man auf den Symbolen auf, da gibt es so kleine Männchen. Ja. So, genau. Ein wesentlicher Unterschied auch zum File-Server. Wenn ich auf dem File-Server bin, dann habe ich ja typische Berechtigungsstrukturen. Jetzt fällt mir aber ein, aber die Datei, genau die Datei, die will ich ja für den Kollegen freigeben. Und die Datei für einen anderen Kollegen. Und auf dem File-Server habe ich keinerlei Hinweise mehr im Nachhinein, für wen was freigegeben ist. Das mündet sehr oft im Chaos. Hier sehe ich es an den Männchen, aha, das ist geteilt mit jemand anderem, das ist nicht mein privater Zugriff. Ja. Zumal du im Home-Laufwerk in der Regel die Sachen gar nicht freigeben konntest. Das ist nochmal was anderes, ja. Was war dann der typische Weg? Ich schicke es ihm per Mail. Oder USB oder was auch immer. Genau. Ja. Gut. Ja, und natürlich haben wir Teams als typisches Werkzeug. Ist ja klar, das ist die universelle Schaltzentrale für das Arbeiten, auch im mobilen Bereich. Wenn du kurz klickst. Natürlich, Entschuldigung, ich habe uns wieder scharf gemacht. Ja. Ja, Inhalte teilen, also im Prinzip das gleiche Thema wie beim OneDrive auch, ist ja auch ein Stück weit integriert in das Teams. Aber Inhalte teilen ist das große Stichwort. Inhalte heißt entweder Dateien oder auch Texte oder Meinungen oder ich weiß nicht was alles. Einfach das Team steht im Vordergrund. So, am Meeting teilnehmen mache ich genauso, aber wirklich genauso am mobilen Gerät, wie ich es am PC mache. Und das Schöne dabei ist, ich kann es an einem Gerät entgegennehmen und kann es ans andere Gerät übergeben. Flüssig, ohne Unterbruch, ohne alles. Das ist wirklich cool. Man geht am Handy ran, sagt, okay, ich muss dir doch was sharen oder so. Ich gehe an den Rechner, sag hier übernehmen und zack, der Anruf wird dort beendet und wird dort weitergeführt. Also das ist wirklich eine super Funktion. Ja. Dann, auch Was macht man heute, wenn man irgendwo im Unternehmen sich Support holt? Dann wird die Supportabteilung wird sagen, gib mir mal deinen Bildschirm frei. Ja, so. Kann ich über Teams machen. Ich kann einfach sagen, hier, Bildschirm, übernimm die Steuerung, auch auf dem Handy. Also es gibt ja durchaus auch Probleme auf dem Handy, nicht nur auf dem PC. Genau. Ja. Sowas. Oder eben Support, das heißt, ich gebe Support für jemand anderen über einen geteilten Bildschirm. Ja, es gibt Situationen, speziell im Außendienst, da ist es durchaus hilfreich, dass ich meinen Standort senden kann. Ja, absolut. Also, weiß ich was, hab eine Panne. Bin hier festgenagelt, ihr müsst ein anderes Auto schicken, dass die Ware weiter beliefert werden kann oder so irgendwas. Ja, genau. Wo bist du denn? Ja, so. Wie funktioniert es? Im Teams-Chat habe ich beim Mobile-Gerät
in der Eingabezeile links davon so ein Plus. Und wenn ich auf das drücke, da steht auch Standort teilen. Ja, senden heißt Standort senden. Ja. Hast du gestern mit mir gemacht? War ein Fehler, jetzt weiß ich, wo du wohnst. Also, weiß ich, wo dein Haus wohnt. Ja. Walkie-Talkie-Funktion. Nicht jeder hat Teams und nicht jeder hat unmittelbaren Zugriff. Und da gibt es innerhalb von Teams auch die Möglichkeit, eine Walkie-Talkie-Funktion zu aktivieren. Auch wieder über so eine Mini-App, so wie Standort teilen oder sowas. Und dann kann ich tatsächlich das Ding nutzen wie so ein simples Walkie-Talkie. Genau. Sichere Kommunikation. Ja, bei allem, was wir jetzt hier so erzählt haben, müssen wir natürlich auch darauf achten, in der heutigen Zeit, dass wir sicher bleiben. Und da sitzt der Security-Spezialist ja neben mir, der da Bescheid weiß, was da alles im Hintergrund läuft. Also, kann man ganz klar sagen, wir haben natürlich auch hier wieder das ganze Thema Authentifizierung, Conditional Access, die Geschichte, die im Endeffekt das alles absichern. Wir haben auf den Plattformen die Defender bzw. Defender for Endpoint oder ehemals Defender ATP-Plattformmöglichkeiten. Die Kommunikation ist natürlich komplett verschlüsselt. Also das heißt, da kann auch nicht jemand einfach so eine Man-in-the-Middle-Attack machen. Also ja, wir können sagen, mit Teams sind wir ziemlich sicher aufgestellt. Gut. So. Ich bin natürlich plötzlich, wenn ich so ein Gerät mit aktiviertem Teams habe, auch tatsächlich eingebunden in die Firmenkommunikation. Das ist jetzt mal das Positive. Ja? Aber das Ganze sollte ja in der Regel auch Grenzen haben. Das heißt, also ich möchte dann, wie soll ich sagen, mein Privatleben haben und so weiter. Und deshalb muss natürlich auch möglich sein, das ist es natürlich auch, per Einstellung im Teams zu sagen, meine Ruhezeiten sind von, was weiß ich, 18 bis 8 Uhr. Und da hat der mich gefällig, in Ruhe zu lassen. Ja? Genau. Da reagiert das Teams so, dass ich nicht erreichbar bin. Genau. Ja? Also wir haben das jetzt, das Thema, vorher hast du noch was, dieses Chat and Call. Ja. Wollte ich vielleicht noch ganz kurz was dazu sagen. Ich bin erreichbar, mich kann man anschreiben, mich kann man anrufen. Und sollte ich das Ganze auch aktiviert haben per Teams Calling, auch überall mit meiner Festnetznummer erreichbar. Das heißt, ich habe auf meinem Teams mein Wählscheibentelefon, das ich immer dabei habe. Genau. Also Möglichkeiten wirklich sehr, sehr, sehr viele. Was passiert da? Nur noch mal ein paar Screenshots und ein paar Stichworte. Wie nutze ich es als First-Line-Worker? Ich kann es für Beratungsgespräche nutzen. Ich kann es nutzen für Abstimmungen mit Kunden, mit Kollegen. Ich kann mich über irgendwelche Themen austauschen, wo man was entwickeln muss, wo man was irgendwo herleiten muss und so weiter. Ich bin natürlich in die Kommunikationskette integriert und nicht zuletzt kann ich irgendwo Support erbringen oder Support bekommen über diese technischen Möglichkeiten hier. Ich muss sagen, sehr vorteilhaftes Bild von mir. Ja. Das war ja ein Panik-Screenshot. Ja, genau. 18 Uhr oder so hast du mich noch angerufen. Ja. Aber du hast dein Bild noch verändert. Du sahst nämlich auch nicht sehr vorteilhaft aus. Ich sehe es jetzt, es ist zu klein. Gott sei Dank. Ja, genau, du. Ja. Okay. Ja. Vorhin haben wir über OneDrive gesprochen. OneDrive ist ja von Haus aus erstmal was Persönliches und ich muss explizit was teilen. Bei Teams ist ja der Gedanke umgekehrt. Da ist eigentlich alles, was ich abstelle, irgendwo gedacht für ein Team, für ein größeres Publikum. Für Kollaboration, für Zusammenarbeit. Ganz genau. So. Und wenn ich dann eben in diese Datei, in das Datei-Tab vom Teams gehe und meine Dateien anzeigen lasse, merke, da fehlt was. Kann ich natürlich sowohl auf dem PC, aber eben auch auf dem mobilen Gerät sagen, ja, ich will jetzt noch was dazu tun. Dazu muss man klicken, genau, und dann kann ich was dazu tun. Und logischerweise, ich kann alles Mögliche an Inhalten einklinken von OneDrive, in dem Fall auch iCloud, weil das ist ein Apple-Device. Ich könnte aber genauso gut Dropbox einbinden. Ich könnte also alles, was das Apple-Device hergibt, gilt gleich für Android. Genau. Alles, was das Apple-Device hergibt,
an Speicher- oder Dateizugriffsmöglichkeiten, das kriege ich hier ins Teams integriert. Ja? Also Google Drive, das ist das andere Fenster, das, wenn du das noch einblendest, also auch Google Drive geht. Ja? Genau. Why not? Ja? Das heißt, ich kann aus allen möglichen Bereichen, kann ich mir Informationen zusammenstellen, kann sie in eine Bibliothek quasi stellen. Genau. Ja? So, und jetzt noch zu allerletzt, dann machen wir Pause, die haben wir uns alle verdient. Ja. Teams ist was, das sollte man leben. Ja, Teams leben meint, alles, was ich so an Kommunikationsmitteln habe, die jetzt nicht unbedingt dem Inhalt und der Sache ganz nüchtern dienen, sondern einfach der Zusammenarbeit, das erleichtert, das verbessert irgendwo auch die Kommunikation. Eine Möglichkeit ist das Loben, das Praise. Wir sind ja in einem schwäbischen Unternehmen tätig. Ja, da heißt ja nichts gesagt, ist genug lobt. Genau, da ist die Devise immer, wir gehen etwas sparsamer damit um. Aber ich glaube, auch hier ändert sich das. Da hat man Möglichkeiten, einfach mal so dem Kollegen auf die Schulter zu klopfen und sagen, Mensch, hast du jetzt aber richtig gut gemacht, ja, oder finde ich toll oder ich weiß nicht was. Und das ist doch irgendwo auch ein Stück weit Motivation. Absolut. Ja. Also bei allem Technischen und Funktionellen und so weiter, bitte nicht vergessen, wir arbeiten mit Kollegen und zwar mit echten, nicht mit virtuellen Kollegen. Gleiches gilt natürlich auch für das Nutzen von Emoticons. Wir wissen es alles, wir sehen es ja tagtäglich im Chat, sobald ich irgendwo eine Chatzeile abgegeben habe, ist da irgendwo die Möglichkeit da, noch irgendwas dazu zu machen, ein Herzchen, ein Daumen hoch, ein Smiley, irgendwas und das Gleiche vielleicht nicht ganz so umfangreich, aber so ähnlich natürlich auch im Meeting. Genau. Ja. So, also einfach nochmal die Anregung, gehen Sie einfach hin und, wie soll ich sagen, leben das noch ein bisschen aktiver. Ja. Genau. Wir haben, die Regie hat uns schon mal informiert, es gibt eine Frage. Genau, bezieht sich nochmal auf das Thema HoloLens. Ja. Ein Zuhörer schreibt erstmal spannende Lösungen, freut uns natürlich. Inwiefern arbeiten diese Lösungen auch mit Nicht-Microsoft-Anwendungen, zum Beispiel SAP oder CAD oder auch mit unseren anderen betrieblichen Anwendungen, zum Beispiel Eigenentwicklung zusammen? Welche Rolle spielt das SDK genau und muss das eingebaut werden? Also tatsächlich ist die HoloLens eine Plattform, auf der entwickelt werden kann. Das bedeutet, die ist nicht auf Microsoft beschränkt, sondern es kann durchaus auch darauf entwickelt werden für andere Anwendungen. Das heißt, als klassisches Beispiel, die HoloLens arbeitet in Lagern zum Beispiel wunderbar mit SAP zusammen, die eine Lagerverwaltung macht, wo dann quasi der Mitarbeiter quasi geführt wird und die richtige Ware picken muss und so weiter. Ja. Das SDK ist natürlich das zentrale Softwareentwicklungstool oder Toolkit, ja, das wir benötigen, um diese Apps, diese Schnittstellen, diese Anbindungen an andere Lösungen zu realisieren. Ja. Das heißt, es wird keine fertige SAP-App geben, wo ich sage, hier klick, wird installiert. Ja. Das heißt, das wird immer in gewisser Weise eine Eigenentwicklung bleiben müssen für den entsprechenden Anwendungsfall. Aber hier sind wir mit dem SDK sehr offen, auch andere Systeme anzusprechen. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Es gibt fertige SAP-Lösungen, aber die sind alle individuell. Also diese Standardlösung SAP, die wird es nicht geben. Ja. Genau. Es gibt auch von CAD-Lösungen Anschlüsse, habe ich schon gesehen, an die HoloLens. Ja. Das Zauberwort ist tatsächlich irgendwo die Plattform und die Schnittstellen nutzen und wahrscheinlich ein Stück weit selber entwickeln. Also. Aber ich denke wirklich, dass man im Zweifel dann für explizite Lösungen, die man im Kopf hat, vielleicht mit der Mara sprechen sollte. Die hat es irgendwo mit der Muttermilch aufgesogen, das Zeug. Also die kann da wirklich dann im Detail auch antworten, was genau möglich oder notwendig ist, damit es auch möglich wird. Genau. Soweit sonst keine weiteren Fragen. Wunderbar. Dann würden wir an der Stelle mal in die Pause gehen. Wir haben 15 Minuten Pause. Das heißt, wir machen um 5:30 machen wir an der Stelle weiter. Und freuen uns, wenn Sie dann noch mit dabei sind und
Wir gehen über die Datumsgrenze, dass wir aus dem 13. raus. Ja, genau. Wir machen jetzt das 13.5. Meeting in der Hoffnung, dass alles besser wird und sagen danke, bis gleich. So, dann begrüßen wir Sie ganz herzlich zurück. Wir machen jetzt noch einen ganz kurzen Slot nach der Pause, bevor wir an unseren Kollegen aus Neckarsulm übergeben. Markus ist schon in den Startlöchern, der will gleich mitmachen. In der Warteschleife quasi. Genau, ich beeile mich, Markus, versprochen. So, wir müssen natürlich auch ein Stück weit über die Lizenzierung für die Frontline-Worker reden. Und da hat sich Microsoft natürlich was dabei gedacht. Früher hieß das Ganze F1-Plan, inzwischen heißt es F3-Plan, hat auch die Möglichkeit, war deutlich erweitert, die der F1-Plan früher hatte. Der F3-Plan beinhaltet nämlich alles quasi an Office-Paket im Web, also nicht auf einem PC installiert und auf Apps, die auf einem Gerät installiert werden, die kleiner 10,1 Zoll sind. Das heißt, da sollte man dann ein bisschen drauf aufpassen. Hier, das hier wäre noch okay. Ein iPad Pro wäre zum Beispiel nicht mehr okay von der Lizenzierung hier. Genau. Das ist eine etwas merkwürdige Grenze. Ja. Aber ja, ist so. Sei es drum. Ja. Und wir haben natürlich auch Windows 10 mit dabei und das Cloud Management und für die Virtualisierung. Das heißt auch AVD, also Azure Virtual Desktop, ehemals WVD, wäre damit denkbar. Ja, aber mal ganz wichtig erstmal, es gibt eine F, also wie First oder Front, genau. Lizenz. Und es muss nicht eine E-Lizenz sein, weil die sich doch preislich deutlich unterscheiden. Deutlich, genau. Und wir sehen schon die ehemalige F1, da war kein E-Mail mit dabei. Da waren nur eingeschränkt Dateien mit dabei. Das ganze Shift-Thema war nicht unbedingt mit dabei. Das sehen wir, das ist in der F3 eigentlich vollständig mit dabei. Die Apps halt, wie gesagt, aber nur für mobile Endgeräte. Und wir sehen auch schon, wir haben jetzt mit der F3 die Möglichkeit, das Ganze per Endpoint-Manager zu verwalten. Wir haben das ganze Thema Identität und Zugriffsverwaltung, also sprich auch Conditional Access Sicherheitsfeatures sind jetzt mit dabei. Wir haben das ganze Thema Bedrohungsschutz mit dabei. Wir haben Information Protection, Informationsschutz, also sprich Microsoft Information Protection, Data Loss Prevention, diese ganzen Themen haben wir mit dabei. Und wir können das Ganze natürlich auch die Cloud-Apps darüber verwalten, das ist eben dieser Thema Conditional Aber Access. Im Prinzip ja alles außer der PC-Version. Es ist alles bis auf die PC-Version dabei, genau. Ja. Und es ist ein bisschen kleinere Quota, also die können nicht ganz so viel Daten ablegen und speichern, aber ja. Wobei man die auch nachlegen kann bei Bedarf. Ne? Genau. Gegen Einwurf kleiner Münzen kann man fast alles machen. Genau. Und wir haben jetzt auch eine F5. Und wir haben die F5 hat die gleichen Security-Features wie eine E5-Security, wo wir dann eben auch über Defender for Endpoint, also der KI-basierte Verhaltensanalysen, Virenscanner für mobile Endgeräte tatsächlich sprechen, plus Windows 10. Genau. Und das ist seit dem März 2021 verfügbar und da auch hier können wir unterscheiden zwischen Security und Compliance, wie wir es von der E5 kennen. Genau. Einfach Buchstaben ausgetauscht und ansonsten eigentlich das Gleiche. Ganz genau. Ja. So, das nur ein ganz kurzer Ausflug in die Richtung Lizenzierung. Jetzt, Markus, freuen wir uns auf deinen Teil zu den Ruggedized Devices. Ruggedized, genau. Und sagen herzlich willkommen. Hoffentlich hörst du uns und wir freuen uns. Ja, hallo. Könnt ihr mich hören? Wunderbar. Ja, ja. Ja, wunderbar. Perfekt. Klasse. Denn die Folien als solches habt ihr die oder soll ich die freigeben? Gibst du sie kurz frei, bitte. Ja, okay. Wir hätten das Backup auch, aber ich glaube, es ist besser. Dann kannst du einfach selber klicken, ist einfacher. Genau. Okay. So.
So. Secure PIM. Nee, das war's nicht. Sorry. Heute ist 13. Event. Ich merke schon. Könnt ihr es kurz machen, bitte? Dann sage ich. Ja, dann. So, dann Markus, dann muss ich dir aber ganz kurz, muss ich kurz aufstehen, weil ich muss dir dann die Präsentation in dein Teams geben. Kleinen Moment. So, du müsstest die Präsentation jetzt sehen. Ja. Wunderbar. Dann, the stage is yours. Ja, wunderbar. Klasse. Ja, sorry dafür, war jetzt ein kleines, technisches Thema. Markus, wir sind noch da. Hallo, Markus. Ja? Kannst du die Folien sehen? Ja, kann ich sehen. Wunderbar. Dann. Ja, also Thema Rugged Devices. Wir haben Treffer. Insofern. Okay. Bitte? Alles gut, erzähl. Alles gut. Genau. Thema Rugged Devices im Sinne von Firstline und Frontline Worker. Wir brauchen für das angesprochene User-Klientel ja entsprechende Devices, die, ich sag mal, das Szenario auch sauber abdecken. Und dazu gibt es traditionelle Gerätschaften, die natürlich jetzt im Bereich Logistik und Rugged schon seit jeher relativ gut gesetzt sind. Wir haben grundsätzlich da schon auch einen Markt, der wächst. Der, ich sag mal, von Analysten schon als wachsender Markt definiert ist und dadurch ein Thema ist, wo man sich auf jeden Fall mit auseinandersetzen sollte. Könnt ihr die nächste Folie machen? Es gibt, wie gesagt, im Bereich Platzhirsche, nenne ich es jetzt mal. Das ist die Firma Zebra oder Honeywell oder ähnliche Firmen, die traditionell in dem Bereich unterwegs sind. Wandelt sich aber gerade aktuell schon relativ stark, ne? Weil eben auch die eigentlichen, Plattformen, was jetzt die Software, was das Betriebssystem angeht, seitens von Microsoft, Windows CE Embedded abgekündigt bzw. schon mal gar nicht mehr verfügbar sind. Also haben wir da schon Bedarf, dass man sich nach entsprechenden Alternativen umschaut. Und da gibt es, wie gesagt, so einen kleinen Fokus und der geht in Richtung Android. Auch seitens von Microsoft wird es eigentlich auch ein Stück weit, ich will es nicht sagen favorisiert, aber ist ein Bereich, wo Android schon relativ viel Flexibilität und Lösungsmöglichkeiten bietet. Also die angesprochenen Hersteller aus dem Barcode-Umfeld, Zebra, Honeywell und Co., sind natürlich entsprechend immer noch da und die gibt es auch weiterhin. Die natürlich auch da so ein bisschen unter Druck kommen, jetzt von den klassischen Herstellern aus dem Smartphone-Umfeld. Und da werden wir aber heute noch, würde ich jetzt gleich noch mal ein bisschen weiter eintauchen. Markus, du sprichst jetzt über Geräte, die ich, also schließe ich jetzt einfach aus der Abbildung, das sind die typischen, die Warenbestände in den Regalen erfassen und solche Tätigkeiten, ne?
Genau. Also es sind so die klassischen Hersteller, die in dem Bereich schon Jahre unterwegs sind, auch eine sehr breite installierte Basis haben. Und das ist auch gar nicht verkehrt, ne? Weil auch ein Kunde normalerweise jetzt in dem Segment auch jetzt nicht alle 2 Jahre diese Geräte sozusagen jetzt tauschen möchte. Ne? Das heißt, diese ganze Wandelung der Hardware-Plattform geht jetzt nicht so völlig spontan über die Bühne. Aber man muss sich halt entsprechend ausrichten, weil auch gewisse Leitplanken einfach ein bisschen anders gestellt sind. Ne? Auch Apple gibt es, ne? Also in dem Bereich iOS und Co. Beziehungsweise halt iPads und iPhones und so weiter, kann man grundsätzlich natürlich auch in dem Bereich zum Einsatz bringen. Ist aber, sagen wir, was die Flexibilität angeht, eher ein bisschen beschränkt und dadurch spielt es auch eine relativ kleinere Rolle. Ne? Aber eine Rolle wird auf jeden Fall gespielt. Ne? Ein anderer Hersteller, der hat sich jetzt, sagen wir so, über die letzten in letzter Zeit da stärker positioniert in das Segment. Und da will ich jetzt eigentlich nochmal kurz weiter drauf eingehen. Das wäre die Firma Samsung. Jetzt bin ich nicht von Samsung in dem Umfeld, sondern ist halt einfach ein schönes Beispiel, was zeigen soll, dass natürlich auch so ein klassischer Smartphone-Hersteller sich da weiterentwickelt und auch diesen Firstline, Frontline Worker im Fokus hat. Und das auch zu Recht und auch, ich sag mal, mit entsprechenden Lösungen. Ne? Jetzt irgendwelche Hardware-Features möchte ich jetzt nicht vorlesen. Es gibt im Endeffekt ein relativ gutes Portfolio von einem kleinen, kompakten Smartphone bis auch wirklich zu Tablets. Sollte die ganze Sache sagen. Es gibt neben Samsung natürlich auch andere Hersteller, die eine ähnliche Entwicklung mitmachen. Es ist eben wichtig, dass auch es nicht nur darum geht, ja, ich mache da so ein bisschen was aussieht wie Rugged irgendwie um das Gerät rum, sondern dass ich natürlich auch lösungsorientiert diese Dinge an den Start bringe und eben auch, sagen wir, nicht nur die Hardware, sondern noch ein paar andere Sachen habe. Aber das sehen wir gleich. Was ist das, ein Rugged Device? Was gehört denn so für Features so rein? Sind einfach hier mal so ein paar Stichpunkte. Das Ganze sollte IP68 sein, dass ich es halt entsprechend unter Wasser haben kann. Military Standard entsprechend unterstützen, Anti-Shock, dass es halt auch mal runterfallen kann und. Auch, wie gesagt, dass es halt ausgelegt ist für eine relativ lange Nutzungsdauer. Also in Unterscheidung von normalen Smartphones, wo ich alle 2 Jahre mehr oder weniger ein neues Gerät mir zulege, ist im Endeffekt in dem Bereich nicht so angesagt. Ne? Und wie gesagt, es gibt so ein paar Punkte, die einfach rund um das Gerät sehr wichtig sind und so ein paar Argumente, was denn jetzt so drumherum passiert. Ne? Also wie gesagt, Haltbarkeit wichtig, Pogo-Charging, zeige ich gleich, was es ist, hohe Akkulaufzeit und grundsätzlich eben fit for outdoor, das halt auch wirklich, man dem Gerät auch ein bisschen ansieht, ne? Also dass es nicht nur stabil ist, sondern auch so diese ganze Haptik eben auch hat, dass ich da nicht ganz so filigran mit umgehen muss und auch das User-Segment im Endeffekt auch nicht so filigran damit umgeht. Was sind es so für Punkte, die damit reinspielen, sind zum Beispiel das Thema Ladelösung. Also wie komme ich jetzt an den Strom der Gerätschaften ran? Austauschbare Akkus hat man jetzt im typischen Smartphone-Umfeld nicht mehr, bei jedem Gerät schon eine gewisse Zeit nicht mehr.
aber auch so Themen, dass ich halt wirklich so ein Ladedocking entsprechend unterstütze, dass es auch solche Ladedockings überhaupt gibt, ne, die ich jetzt entsprechend einsetzen kann. Und fürs Auto oder fürs Fahrzeug generell, also LKWs und irgendwelche, ja, ich sag mal, Gabelstapler und sonstige Gerätschaften, dass ich mir im Endeffekt das Gerät auch in so einem No-Battery-Mode betreiben kann, wenn es gar nicht mehr notwendig ist, dass wirklich ein Akku benutzt wird. Das sind solche Dinge, die diese Geräte auf jeden Fall haben sollte. Und was wir jetzt so als Beispiel hier sehen, sind alles Dinge aus dem Samsung-Portfolio, wo ich da teilweise vom Hersteller selbst, aber auch natürlich von Drittanbietern, die ganzen Zubehör, das ganze Zubehörsegment relativ gut abdecke. Die nächste Folie. Genau. Und natürlich jetzt nicht nur die Hardware, sondern ich brauche natürlich schon auch ein paar vernünftige Lösungen und Hardware, also was mich mir die Hardware entsprechend unterstützt, also zum Beispiel so ein anpassbarer Launcher, dass ich auf dem Gerät jetzt nicht jede Spielart von Applikationen und auch Betriebssysteminhalten sozusagen habe, sondern schon sehr reduziert, wenn ich das benötige, damit der Anwender eben auch nicht abgelenkt ist. Also das fängt an im Auto oder im LKW, brauche ich halt einfach gewisse Dinge nicht. Und deswegen sollte dieser Launcher anpassbar sein, auch so ein Push-to-Talk-Support, also auch eine Taste, wo ich zum Beispiel auch so ein Teams mit integrieren kann, dass ich praktisch so eine Art Teams-Taste mir konfigurieren kann, drücken und ich habe dann entsprechende Walkie-Talkie-Funktionalität, wie ich es eben auch von den traditionellen Geräten ein Stück weit gewohnt bin. Und dass natürlich auch diese ganzen, in Anführungsstrichen, neuen Technologien, wie jetzt Google AR und auch so NFC-Support und solche Dinge, jetzt auch gehen, weil die traditionellen Geräte, die wir jetzt in dem Bereich haben, sich damit in der Vergangenheit schon ein bisschen schwer getan haben. Das heißt, da tut sich jetzt so ein typischer Smartphone-Hersteller eigentlich schon vergleichbar leicht, natürlich diese Techniken auch in dem Bereich unterzubringen. Ich habe natürlich schon auch den Bedarf, je weiter ich dieses Segment natürlich jetzt ausbaue, dass das Thema Security auch nicht zwingend unwichtig wird. Im Gegenteil, es ist sehr wichtig, dass ich das Thema biometrische Sicherheit auf dem Device nachbilden kann, beziehungsweise dass ich das entsprechend unterstützen kann. Ich habe bei Samsung die Knox-Plattform, was jetzt, ein Vortrag für sich schon mal wäre, aber wo ich halt auch sehr tiefgreifende Security-Implementierung auf dem Gerät habe, was ich durchaus in der Notwendigkeit habe, ist, sowas zu haben. Und eben auch in dem Einsatzzweck wirklich auch die zugesagten Security-Updates des Gerätes entsprechend habe. Das ist jetzt bei Samsung sind das 5 Jahre, was dann schon die Nutzungsdauer eher abdeckt, wie solche Dinge, was man normalerweise im Smartphone-Umfeld so kennt. Und ich habe die Notwendigkeit, natürlich das Ganze in den Support und Service zu packen. Das kann jetzt mit Hilfe der Bechtle passieren, aber auch natürlich mit dem Hersteller selbst. Und da hilft es natürlich uns, dass der Hersteller natürlich das ganze Thema Support und Service im Prinzip ähnlich abdeckt wie für seine Mainstream-Produkte. Das heißt, da gibt es im Endeffekt schon die installierte Basis oder auch die ganze Infrastruktur dafür, dass ich halt sehr schnell Service und Support bereitstellen kann, egal wie er dann im Endeffekt gestaltet ist.
Markus, wenn ich die Abbildungen so sehe, dann und ich denke an das Zebra-Gerät am Anfang, dann sind die ja von der Optik her schon mal ganz weit auseinander. Kann man davon ausgehen, dass zum Beispiel Samsung auf die normalen Geräte aufsetzt, aber vielleicht an manchen Stellen andere Materialien verwendet, was weiß ich, extra stabiles Glas, verstärkte Gehäuse oder sowas, aber prinzipiell eigentlich auf den Basismodellen aufsetzt. Ja, genau. Also wie gesagt, technisch haben wir natürlich eine gewisse Basis, wo es sich jetzt auch nicht zwingend von einem Flagship-Smartphone sozusagen unterscheidet. Es ist im Prinzip die Summe der verschiedenen Lösungskomponenten, die es eben dann ausmacht. Ne? Das heißt, ich habe eine gute Basis, was jetzt so die ganze Thema ja, ich sag mal, Technik generell angeht. Aber ich brauche natürlich das Ganze drumherum. Also wie du sagst, die Materialien müssen dann schon stimmen. Und da ist es auch ein bisschen zu wenig, einfach so zu denken, naja gut, da haben sie halt vielleicht ein bisschen ein dickeres Gehäuse gemacht und fertig. Sondern das sind dann schon speziell für dieses Segment entwickelte Geräte, die aber vielleicht, ich sage mal, eine Schnittmenge haben auch zu einem normalen Smartphone, was so die Plattform angeht. Aber wie gesagt, schon sehr viel spezielle Eigenentwicklung für diesen Einsatzzweck. Okay, danke. Ja, wie gesagt, nochmal so drei so Punkte. Samsung Knox für Firstline-Worker. Was eben auch noch wichtig ist, dass Samsung jetzt zum Beispiel generell sehr viel bietet rund um das Endgerät, um das Ganze effizient zu managen. Also managen ist nicht unbedingt, dass die jetzt auch ein Management-Tool haben, sondern dass ich halt in der Lage bin, diese Dinge, die wir jetzt gezeigt haben, also diese Launcher und so weiter, natürlich auch zentral irgendwo bereitstellen kann. Ne? Und auch entsprechende Deployment-Werkzeuge bietet, um die Geräte an die Kundschaft, an den User entsprechend ranzukriegen. Da gibt es, wie gesagt, Science von Google Standards, aber natürlich hat da der Hersteller schon auch seit längerem additive Dienste, die natürlich da sehr gut mit rein spielen. Also wie gesagt, Samsung Knox ist so ein Überbegriff von verschiedenen Diensten, die wir hier haben. Noch so ein ganz kleiner Rand, Randthema oder vielleicht was man auch noch nicht so oft gesehen hat, ist die Technologie DEX. DEX ist quasi eine Möglichkeit, ein Smartphone, ein Tablet zu benutzen, um eben auch, ich sag mal, ein etwas größeres Environment darzustellen. Also man sieht es jetzt hier so ein bisschen. Ich habe quasi ein Smartphone beziehungsweise ein Tablet und kann dann quasi so als, ich sag mal, gemischte Lösung auch mit einem größeren Display betreiben, wo ich dann das Smartphone nutze, um die Rechenleistung bereitzustellen, aber gerade so auf dem rechten Bild ist so diese Baumarktsituation, dass sie sagen, okay, ich bin dann als Baumarktmitarbeiter, habe ich da mein Tablet eigentlich, aber wenn ich dem Kunde was zeigen will, habe ich die Möglichkeit, das an ein größeres Display oder an was auch immer anzuschließen, habe dann aber die gesamte Rechenleistung und kann dann auch, ich sage mal, auf entsprechende Backend-Systeme zugreifen. Das, wie gesagt, integriert sich auch recht gut in so eine, ich sag mal, Microsoft geprägte Kundeninfrastruktur. Samsung DEX, so als kleiner Exkurs jetzt in dem Bereich, ist jetzt nicht nur für einen First-Line-Worker, kann ich natürlich auch in anderen Szenarien benutzen, aber ist vielleicht ein guter Aspekt, wo man sich vielleicht gegebenenfalls noch mal ein bisschen näher anschauen sollte. So, dann sind wir eigentlich von den Themen so durch. Ich habe jetzt noch zwei, drei Folien, wo wir so noch mal angucken, durchschauen können. Das sind die Use Cases. Da sind viele liegen ein Stück weit auf der Hand. Also das kann man sehen, wenn man jetzt mal sagt, okay, ich habe so eine Barcode-Geschichte, ich habe so ein
sag mal, im Bereich Polizei und Co., ich sag mal, solche Dinge, wo ich halt auch ein bisschen mehr Intelligenz auf das Gerät bringen will, im Bereich Healthcare und natürlich im Retail-Umfeld. Ne? Das sind einfach die drei Segmente, die da hauptsächlich interessant sind. Gerade wenn es jetzt um Barcode und sowas geht, ist eben auch wichtig, dass ich sag mal, auch die Technologie jetzt von so einem, ich sag mal, aus dem Smartphone-Bereich kommenden Gerät nutze, um eigentlich auch ein vernünftiges Barcode-Leseergebnis hinzukriegen. Weil da wiederum ist es natürlich ein Bereich, wo die Animals, Zebras und so weiter dieser Welt sehr stark sind. Ne? Und da muss man natürlich gucken, dass die Qualität stimmt, ne? Weil nichts Nervigeres für den User ist, wenn das halt nicht funktioniert, wenn der Barcode nicht gelesen werden kann, etc. pp. Schon sehr wichtig. Wie gesagt, die einzelnen Use Cases, die jetzt nicht vorlesen oder so, aber einfach, dass man vielleicht so einen Eindruck gewinnt, was gibt es denn so alles, was man da machen kann. Ich denke, das haben Sie wahrscheinlich heute im Laufe des Tages auch das eine oder andere schon gehört. Trotz allem so eine kleine Zusammenfassung, vielleicht auch eine kleine Ideefindung oder so eine kleine Idee, was für Segmente und was für Szenarien kann ich da entsprechend umsetzen, wie denn Devices, die mir da zur Verfügung gestellt wurden. Na, also das ganze Thema Barcode etc. Und so weiter. Also wie gesagt, einfach noch so als Idee zum Abschluss, dann wäre ich eigentlich mit dem kleinen Rocket-Vortrag schon am Ende. Wie gesagt, kurz und zackig ist natürlich ein Segment oder sagen wir auch ein Thema, wo man natürlich auch einen Workshop für sich schon mal abhalten kann, wenn es da Interesse gibt, einfach entsprechend bemerkbar machen. Definitiv. Genau, Markus, wir werden dir deine Daten ja auch einblenden. Vielleicht gehst du nochmal kurz auf Teams und schaltest uns mit der Kamera rein. Danke. So. An der Stelle schon mal Fragen. Regie? Nee, keine Fragen. Soweit. Also dann am Schluss nochmal der Verweis auf die Adresse von Markus, der da Rede und Antwort stehen kann in diesem Bereich und gerne weitere Gespräche führen wird. Genau. Dann ein weiterer harter Schwenk. Danke dir, Markus, für deine Ausführungen. Genau. Ein weiterer harter Schwenk jetzt zu Smart Now. Wir haben gerade schon gesehen, Paolo ist auch schon im Call. Der wird das Ganze uns gleich etwas näher bringen. Ja, Paolo, bist du da? Ja, ich bin da. Hallo, Kollegen. Wunderbar, cool. Hallo. Dann übergebe ich das Wort an dich und sage, the stage is yours. Vielen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen und Sie müssen jetzt auch gleich die Slides sehen. Wunderbar, wir sehen's. So, sehr schön. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Paolo. Ich bin letztendlich bei der Hanse Vision tätig und habe heute das Glück, Ihnen letztendlich Smart Now näher bringen zu dürfen. Smart Now ist unsere ITSM-Lösung, basierend auf die ServiceNow-Plattform, wirklich fokussiert für den Mittelstand. Und ich werde Sie heute einfach ein bisschen rund um diese ganzen Themen führen. Was heißt es überhaupt, ITSM im Unternehmen einzuführen? Wo liegen denn die Herausforderungen? Was und welche Vorteile bietet Ihnen unsere Lösung? Und würde dann natürlich auch in der Demo abspringen, damit das Thema einfach ein bisschen greifbarer wird. Wie Sie ja sicherlich erfahren haben oder wie Sie ja sicherlich in Ihrem Business-Alltag auch täglich erleben, verändert sich ja die Arbeitswelt durch die Digitalisierung sehr rasant. Der rasante Druck auf dem Markt und auch auf dem Wettbewerb verändert natürlich, ich sag mal, gewinnbringende Prozesse im Unternehmen oder Prozesse, die sich einfach als gut etabliert haben, natürlich dahingehend, dass sie die Prozesse gegebenenfalls nochmal reevaluieren müssen, gegebenenfalls Prozesse neu denken müssen. Die Rollen im Unternehmen verändern sich, je nachdem, wie sie wachsen, ob sie wirklich anorganisch wachsen oder letztendlich stets nach oben wachsen. Bedarf es natürlich auch einer Anpassung von IT-Strategien und von natürlich auch, ich nenne es mal, Organisationsstrukturen und auch letztendlich Anforderungen
die vom Business als letztendlich Zielstrategie in die IT getragen werden, dahingehend natürlich Systeme anzupassen, dass sie natürlich heute nicht mehr wie Silos letztendlich in der IT-Landschaft einfach angepflanzt werden, sondern eher diesen ganzheitlichen Aspekt einfach berücksichtigen. Und natürlich darf man nicht mehr ganz vergessen, dass letztendlich auch das ganze Thema Kultur, Change, wie sich die Arbeitswelt natürlich auch für den jeweiligen Mitarbeiter gerade so verändert, natürlich einen hohen Impact hat auf diese ganzen Themen. Was ist denn unsere Erkenntnis aus den letzten Projekten rund um ITSM oder letztendlich rund um diesen ganzen Digitalisierungsprojekte? Wir haben immer wieder im Kundengesprächen gemerkt, Simplicity oder dieses ganze Thema Einfachheit von Applikationen, von Anwendungen ist eigentlich so ein Key Indicator für zukünftige Lösungen. Sie werden es ja sicherlich kennen aus dem Alltag, große Systeme, vor allem ERP-Systeme, tendieren ja eh dahingehend, dass sie haben große Masken haben mit 2000 Knöpfchen, mit 200 Funktionen, die die ganze Menschen und die ganzen Mitarbeiter einfach überfrachtet, weil sie vielleicht nur eine Funktion benötigen. Und auch in der Vergangenheit war es ja immer so, dass man gerne viele Lösungen angeschafft hat für ein Problem und eher so Insellösungen gebaut hat, wo man einfach gesagt hat, ich stille dieses Problem und man hatte wenig Interaktion in diesem System. Zukünftig verändert sich natürlich das ganze Bild, weil man natürlich immer mehr versucht, Einfachheit in die Applikation reinzubringen, wirklich mit der Fokus auf die Personas, auf die Rolle der Personas, die dieses System auch bedienen. Und man versucht natürlich auch viel mehr, diese Systeme miteinander zu koppeln und zu integrieren, dass man diese Medienbrüche wegschafft, damit wirklich da, wo viel Effizienz verloren geht, durch die Verschmelzung der physischen und digitalen Tools natürlich dahingehend hineinzielt, dass die Prozesseffizienz nach oben hinaussteigt. Was wir auch mal gemerkt haben, ist, dass viele Unternehmen auch jetzt mittlerweile dahingehend tendieren, dass sie so einen digitalen Kern bauen. Dass sie sagen, wir haben statt 200 Lösungen einfach vielleicht 20 strategische Lösungen, die aber so skalierbar sind, dass die einfach mit meinem Unternehmenswachstum mitwachsen und dass sie natürlich dahingehend mitwachsen, dass wenn die Prozesse eine gewisse Komplexität erreichen, ich trotzdem in einer gewissen Schnelligkeit und Flexibilität die Systeme anpassen kann. Und was vor allem ganz wichtig wird, und das werden Sie sicherlich auch kennen, Arbeit wird immer mehr zum Konsumerlebnis. Wir erleben es ja im Privatleben durch diese ganze smarte Apps, wie schnell und intuitiv letztendlich Applikationen bedient werden können. Und Sie werden es auch sicherlich kennen, die ganze Welt verändert sich ja. Früher ist man zum Arzt gegangen, man hat sich gern vom Arzt letztendlich beraten lassen, wenn man letztendlich krank ist. Heute ist letztendlich Google unser bester Freund. Das heißt, die Menschen googeln nach Symptomen, gehen zum Arzt und sagen konkret dem Arzt, lieber Arzt, ich habe eine Grippe, ich brauche das Medikament, ich brauche 2 Wochen letztendlich krankgeschrieben werden und vielleicht, wenn es auch gut ist, eine Kur. Und so ist ja natürlich auch die Arbeitswelt ein bisschen dahingehend. Also Kunden haben schon konkrete Vorstellungen, wie letztendlich Systeme auszusehen haben und haben auch letztendlich durch diesen privaten Konsum natürlich in Richtung User Experience einen gewissen Bedarf und eine gewisse Erwartungshaltung. Aber was treibt die IT wirklich im ITSM-Umfeld, also wirklich im IT-Service-Management so um? Die IT wird natürlich in der strategischen Hinsicht immer wichtiger und wird immer mehr zum Business-Enabler. So ganz klassisch, wie man bisher die IT in den letzten Jahren erkennt, dass man viele Teams hatte, die letztendlich klassisch ganz kleine Bereiche letztendlich bedient haben, gehen immer mehr in Richtung Service-Orientierung. Das heißt, man versucht, die IT auch schlanker zu gestalten. Man versucht, den Endanwender immer mehr Services anzubieten, auch gerne über Self-Service-Portale. Und natürlich, ich sage mal, was immer schon bei der IT ein großer Faktor war, war das ganze Thema Kostenfaktor, Kostenoptimierung. Wo kann ich letztendlich mit IT-Lösungen Prozesse optimieren, vielleicht Prozesse systemgestützt letztendlich abbilden, Prozesse digitalisieren und natürlich auch diesen Innovationsdruck, der dadurch entsteht, dass natürlich die Digitalisierung so schnell auf dem Markt Fortschritte erreicht, dass man natürlich immer so ein bisschen im Zugzwang ist, zu schauen und zu evaluieren, welche Innovation bringt mir welche Mehrwerte im Unternehmen und wo kann ich mit neuen Innovationen dann Potenzial und Business Impact schaffen. Und wie schon eben erwähnt, das ganze Thema Customer Experience, User Experience wird auch im ITSM-Umfeld immer wichtiger. Wenn man sich so das klassische Unternehmen schaut, hat man dann natürlich gewisse Herausforderungen im Unternehmen rund um das ganze Thema ITSM. Meistens sind IT-Abteilungen ja sehr dünn bedeckt, sodass letztendlich meistens die Mitarbeiter, die mit IT tätig sind, eine sehr hohe Arbeitsauslastung haben. Und dadurch eigentlich, dass wir so ein limitiertes Personal haben, ist eigentlich der Wunsch wieder dahingehend, dass man sich auf die Kernkompetenzen fokussiert und nicht, dass die Mitarbeiter wirklich nur in Tickets verfangen sind. Wir haben natürlich viele Unternehmen, die einfach historisch gewachsene Prozesse haben, die einen, ich nenne es mal, eher niedrigen Prozessreifegrad einfach darstellen, wo letztendlich nach oben hin noch viel letztendlich Potenzial
steckt in Richtung Prozesseffizienzgewinner. Natürlich aus der Vergangenheit herum, ich habe es ja schon gesagt, wurde oft letztendlich für jedes Problem letztendlich eine Lösung oder eine Anwendung gebaut. Dadurch hatten wir natürlich sehr verbaute Systeme, die letztendlich in Richtung Zukunft nicht mehr so ganz flexibel sind und die auch in Richtung Zukunft nicht mehr so ganz skalieren, sodass man heute wieder ein bisschen umdenkt und sagt, okay, welche Systeme oder welche strategische Plattform kann ich denn aufbauen? Was wir in unserem Kundengespräch immer wieder erleben, ist das ganze Thema Standardisierung ein sehr wichtiges Thema ist. Also Wiederverwendbarkeit, nachhaltige, standardisierte Prozesse, sodass letztendlich auch die Prozesse im Unternehmen auf Basis von Standardlösungen basieren. In der Vergangenheit hat man ja immer versucht, ich sage mal, Anwendung, Applikationen an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Dadurch wurden natürlich viele Systeme letztendlich auch zu Tode konfiguriert oder teilweise auch vergewaltigt. Heutzutage geht man auch eher dahingehend, dass man sagt, man führt einfach standardisierte Lösungen an und passt dann die Prozesse auch an die Lösung an. Und natürlich auch das ganze große Thema Automatisierung. Wir wissen natürlich, es gibt dank künstlicher Intelligenz, dank anderer Technologien verschiedene Möglichkeiten, wie man Prozesse heute automatisieren kann. Egal ob vollautomatisiert oder letztendlich systemgestützt, auch da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man letztendlich den Prozessreifegrad systematisch erhöhen kann. Und natürlich dadurch, dass wir natürlich auch gerade auch in der Pandemiephase erfahren haben, was bedeutet es wirklich, ich sage mal, dezentral zu arbeiten, was heißen diese hybride Arbeitsmodelle auch für den Alltag, ist natürlich auch das ganze Thema Wissensfesthaltung in der IT so ein Thema, das immer mehr in den Fokus rückt, sodass letztendlich ich überhaupt vermeide, dass Tickets überhaupt geöffnet werden. Also so das ganze Thema Knowledge Base. Ja, das ganze Thema, wie schaffe ich es, den Anwendern eine Selbsthilfe anzubieten. Wenn man dann letztendlich wirklich konkret auf unsere Service Desk Mitarbeiter schaut und letztendlich die Herausforderung vom Unternehmen so wirklich auf diese Rolle Service Mitarbeiter, Help Desk Mitarbeiter, Service Desk Mitarbeiter fokussiert, dann haben sie natürlich weitgehend immer drei große Herausforderungen. Eine Herausforderung ist, die kämpfen natürlich mit exponentiellem Wachstum an steigender Inzidenzanzahl. Das heißt, sie sind eigentlich in so einem reaktiven Modus, dass sie eher schauen, dass sie viele Inzidenz abarbeiten und können wirklich nicht das komplette Potenzial der letztendlich Fähigkeiten der Mitarbeiter ausschöpfen. Das heißt, man fokussiert sich gar nicht wirklich auf die Kernkompetenzen der IT, sondern man ist irgendwo in so einem Teufelskreis gefangen, dass man schaut, dass man letztendlich Pi mal Daumen den Druck aus der Incident Pipe wegnimmt und versucht so schnell wie möglich letztendlich Tickets zu bearbeiten. Dadurch, dass wir viele Lösungen haben und letztendlich auch viele Kommunikationskanäle im Unternehmen haben, spielen natürlich die Eingangskanäle eine wichtige Rolle. Wenn wir heute mit Unternehmen sprechen, haben viele letztendlich Unternehmen, die letztendlich ein Help-Desk-System im Einsatz haben, natürlich die Möglichkeit, per E-Mail Tickets zu eröffnen, per Telefon. Vielleicht gibt es auch irgendein Portal, wo letztendlich auch Tickets geöffnet werden. Viele greifen auch immer noch gern auf Chat-Tools wie Microsoft Teams letztendlich zurück, um letztendlich mal schnell den Service-Desk-Mitarbeiter zu kontaktieren. Und das führt natürlich dahingehend, dass es auch immer schwieriger wird, diese ganzen Eingangskanäle für die Service-Desk-Mitarbeiter zu orchestrieren, sodass ich es auch schaffe, wirklich eine transparente Basis zu schaffen. Was passiert denn konkret rund um das ganze Thema Service-Desk? Was man hier natürlich schon sieht, ist, dass viele Service-Desk-Mitarbeiter leider heute immer noch auch an diversen Stellen die Feuerwehr spielen und letztendlich Feuer löschen und da letztendlich auch sehr stark auch eingebunden sind oder vielleicht auch parallel in Projekte in der IT-Abteilung eingebunden sind. So, wenn natürlich unsere Service-Desk-Mitarbeiter Herausforderungen haben, ergeben sich auch natürlich Herausforderungen für IT-Leiter oder für Service-Desk-Leiter, die natürlich auch mit der steigenden Anzahl von Tickets natürlich auch mit dem ganzen Thema Produktivitätsverlust zu kämpfen haben. Dadurch, dass viele Prozesse nicht transparent sind, dadurch, dass auch viele Systeme nicht transparent sind, ist es immer schwierig und nur mit sehr hohem manuellen Aufwand nachzuvollziehen, wie viele Tickets befinden sich denn in welcher Schleife. Bei welchen SLAs bin ich letztendlich gut und letztendlich auch kaufmännisch betrachtet gut unterwegs und wo habe ich gewisse Defizite, wo sind meine White Spots im Service Desk. Und natürlich ergeben sich auch durch den Kosten- und Optimierungsdruck natürlich dahingehend auch verschiedene Bedarfe, Prozesse natürlich effizienter zu gestalten. Und ganz gar nicht zu vergessen, das ganze Thema Business-to-IT-Transformation. Viele IT-Abteilungen sind ja heute auch letztendlich auf strategischen Ebene beratend im Unternehmen unterwegs und nehmen immer mehr diese Beratungsfunktion wahr, wie vielleicht auch in der Vergangenheit, wo die IT-Abteilung eher, ich sag mal, der Feuerlöscher war oder vielleicht auch dahingehend eher so die Fulfiller waren am Ende, die letztendlich irgendwas, letztendlich irgendein Ticket bearbeitet haben, irgendein PC aufgestellt haben.
Diese Rolle ändert sich ein bisschen immer mehr. Das ist auch das Feedback, was wir von den Kunden kriegen, dass die IT auch immer mehr zur Beratung und Consulting-Einheit wird im Unternehmen. Resultierend war es bisher natürlich immer schwierig, alle glücklich zu stellen, weil natürlich jede Rolle im Unternehmen, egal ob Management, egal ob IT-Leiter, egal ob Endanwender, natürlich eine gewisse Erwartungshaltung hat an solchen ITSM-Lösungen. Wir haben natürlich IT-Themen wie zum Beispiel Sicherheit, Skalierbarkeit, Kontrollierbarkeit, die natürlich essentiell wichtig sind für eine IT-Abteilung, um auch in Richtung Zukunft sich nicht zu verbauen. Von diesen ganzen Themen wollen aber oft in der Realität wenig Endanwender überhaupt was wissen. Weil sie sagen, Sicherheit, Skalierbarkeit interessiert mich eigentlich wenig. Ich möchte eher eine interaktive Lösung haben, die einfach schnell ist, die einfach intuitiv ist, die einfach zu bedienen ist, die vielleicht gar nicht groß Schulungsaufwand benötigt, wenn ich das System 2-3 Monate mal nicht benutze. Und es gibt natürlich auch auf der anderen Seite natürlich das Management, die natürlich sagen, durch so eine Lösung muss ich natürlich gewisse Business Impacts und Business Mehrwerte schaffen. Ich muss natürlich auch eine Risikobetrachtung machen. Was bedeutet so eine Einführung einer neuen ITSM-Lösung? Und ganz wichtig, eine Lösung muss natürlich irgendwo auch Prozesse letztendlich effizienter natürlich durchlaufen lassen müssen. Und es muss natürlich zur Unternehmensstrategie passen. So, wenn man sich jetzt diese ganzen Probleme mal anschaut, genau auf diese Probleme haben wir uns fokussiert und haben letztendlich so für den Mittelstand oder für kleine Kunden letztendlich die Smart Now-Lösung ins Leben gebracht, mit dem wir wirklich IT-Prozesse standardisiert abbilden können. Wir sind als Hanse Vision ein ServiceNow-Partner, das heißt, wir bieten letztendlich auch unseren Kunden alles rund um die ServiceNow-Plattform an. Die ServiceNow-Plattform ist ja modulbasiert und da gibt es für diverse Business-Zwecke einfach verschiedene Module. Damit aber ein Kunde natürlich ServiceNow beziehen kann, erwartet natürlich ServiceNow einen Mindestumsatz an Lizenzen. Und genau dieser Mindestumsatz stellt eigentlich für viele kleinere Unternehmen oder mittelständische Unternehmen einfach eine Herausforderung dar. Und deshalb haben wir SmartNow letztendlich ins Leben erweckt und SmartNow ist unsere ITSM-Lösung basierend auf ServiceNow in einem MSP-Modell. SmartNow bietet mir, wenn Sie letztendlich sich in ITIL ein bisschen auskennen, alles rund um standardisierte ITIL-Prozesse. Das heißt, die standardisierte Lösung bietet mir, wie in ITIL letztendlich vorgesehen, standardisierte Incident-Management-Prozesse, standardisierte Problem-Management-Prozesse, standardisierte Change-Management-Prozesse, genauso wie standardisierte Service-Request-Management-Prozesse. Die SmartNow-Lösung bietet natürlich für allen Rollen eine hohe Visibilität. Das heißt, das ganze System ist so auch letztendlich konzipiert, dass egal, wo Sie sich in welchem Schritt befinden, immer eine sehr hohe Transparenz gegeben ist, die letztendlich auch als schnelle und saubere Entscheidungsgrundlage dienen kann. Die SmartNow-Lösung von uns ist natürlich sehr businessgetrieben. Das heißt, wir haben natürlich auch den Business im Fokus. Wir haben natürlich auch die steigende Komplexität im Business betrachtet, die natürlich so eine Skalierbarkeit gewährleistet. Mit unserer SmartNow-Lösung, dadurch, dass es eine standardisierte Lösung ist, die Best Practices ITIL-Prozesse anbietet, haben Sie letztendlich auch den riesen Mehrwert, dass wir einen sehr geringen Einführungsaufwand haben. Das heißt, dadurch, dass wir von einer standardisierten Lösung sprechen, können wir letztendlich von den Ersttermin bis wirklich zum Go-Live eigentlich wirklich in 1-2 Monaten, manchmal in 3 Monaten, je nachdem, letztendlich die Lösung schon zum Go-Live bringen. Und wir haben sehr, sehr schnelle Innovationszyklen. Das heißt, ServiceNow aktualisiert ihre Lösung einmal im Quartal manchmal, aber es gibt immer 2 große Updates pro Jahr. Das heißt, wenn im ServiceNow ITSM-Modul neue Funktionalitäten hinzukommen, kriegen Sie all diese Funktionalitäten natürlich auch in SmartNow. Da machen wir keinen Unterschied, ob Sie letztendlich von uns SmartNow beziehen oder ob Sie ServiceNow ITSM nutzen. Sie bekommen in SmartNow immer den vollen Umfang. Was sind so riesen Vorteile von SmartNow? Wenn Sie wirklich auf der Suche sind nach einer ITSM-Lösung oder vielleicht mit Ihrer ITSM-Lösung nicht zufrieden sind, ist SmartNow eigentlich so ein optimales Produkt, weil Sie erhalten wirklich Best Practice standardisierte Prozesse. Sie erhalten natürlich auch schon vorab einen Prozesskatalog, wo Sie letztendlich Ihre Prozesse auswählen können, die in der Lösung verfügbar sein müssen. Und Sie haben dadurch, dass wir natürlich in einem MSP-Modell sind, also Multi-Service-Provider-Modell, natürlich auch eine viel vergünstigte Lizenzbeschaffung. Weil wir beschaffen natürlich direkt bei ServiceNow Massenlizenzen und dadurch können wir Sie letztendlich auch im Lizenzgeschäft einfach attraktivere Preise einfach anbieten. Die Plattform-Features, die es letztendlich im ServiceNow so auch letztendlich gibt, können alle mitgenutzt werden. Das heißt, wir haben auch in Richtung Technik keinerlei Einschränkungen. Das heißt, wenn Sie sich auch im Internet über ServiceNow ITSM
letztendlich informieren, all das, was Sie dort lesen, bekommen Sie auch im smarten Arbeitsumfeld. Das Schöne am MSP-Modell ist, Sie haben letztendlich Ihre gekapselte Lösung in einer Bechtle-Instanz und dadurch haben Sie letztendlich sehr, sehr geringe Kosten, was das ganze Thema Betrieb, Support und Maintenance angeht. Weil wir natürlich als Bechtle-Gruppe das ganze Thema Monitoring der Instanz letztendlich für Sie übernehmen. Wir spielen auch Updates ein, sodass für Sie letztendlich A, Zero Downtime entsteht, B, es entstehen keine Betriebskosten für Sie und es entstehen letztendlich auch keine Schulungsaufwände in dem Sinne, dass Sie schauen müssen, was passiert denn konkret, wenn wir ein neues Update einspielen. Diese ganzen Leistungen werden letztendlich von uns als Hanse Vision, aber vor allem als Bechtle-Gruppe übernommen, sodass Sie sich wirklich weiterhin auf Ihren Kernkompetenzen rund um ITSM fokussieren können und sodass wir Ihnen da einfach letztendlich diese ganze Arbeit abnehmen. Bei Smart Now kriegen Sie natürlich auch für diverse Use Cases auch viele Reportings. Wir haben dort interaktive Dashboards, mit denen Sie direkt im System natürlich viel analysieren, viel bewerten können. Wir haben aber auch die Möglichkeit letztendlich, wenn Sie sagen, im Management muss ich einmal im Quartal, einmal im Monat standardisierte Reports abgeben, dort natürlich auch die Möglichkeit, standardisierte Reports zu nutzen. Was bietet denn Smart Now konkret an, beziehungsweise welche Bereiche decken wir denn konkret ab? Diese Folie sollte letztendlich ein Abbild sein über Bereiche, die letztendlich in unserer ITSM Smart Now Lösung beinhaltet sind. Natürlich haben wir viele Kunden, die sagen, wir nutzen noch gar nicht Change Management. Natürlich haben wir viele Kunden, die sagen, Problem Management ist bei uns noch nicht etabliert. Ist auch kein Problem. Diese Bereiche können flexibel ausgeblendet werden und dann wieder zu dem Zeitpunkt, wenn es für Sie letztendlich attraktiv ist oder wenn Sie sagen, wir entwickeln uns als Unternehmen dahingehend, dass wir auch Change Management in IT-Service-Management-Prozessen etablieren wollen, dann kann man natürlich auch diese Bereiche einfach mit dazu nehmen. Und diese 8 Bereiche, das sind so der Kernfokus der Smart Now-Lösung, wirklich alles rund um Incident-Management, alles rund um Problem-Management. Wir haben einen sehr schönen und interaktiven Agent-Workspace, wo natürlich der Alltag der Service-Desk-Mitarbeiter stattfindet. Das sehen wir aber auch gleich in der Demo. Wir haben natürlich einen sehr hohen Reifegrad an Automatisierung. Das heißt, unser Interesse ist natürlich auch, Sie dahingehend letztendlich zu befähigen, dass Ihre Prozesse natürlich einen höheren Reifegrad haben, dass Sie natürlich viel effizienter Ihre Prozesse gestalten können. Und da gibt es natürlich von Haus aus schon einiges, was einfach automatisiert abgebildet werden kann. Ganz klassische Onboarding-Prozesse zum Beispiel. Wenn ein Unternehmen neue Mitarbeiter im Unternehmen einführt, gibt es natürlich irgendwann die Signatur vom Arbeitsvertrag. Und dann beginnt ja auch zeitgleich meistens zum HR-Onboarding das IT-Onboarding. Und gerade da bei solchen Schnittstellen geht oft sehr viel Effizienz verloren. Und was wir hier mit der Smart Now-Lösung machen, ist schön, diese Prozesse automatisieren, dass Sie einfach sagen können, anhand von dem Vertrag kenne ich natürlich alle Kenndaten, die einfach für eine Active Directory-Account-Anlage zum Beispiel relevant sind. Ich kann direkt einen Account anlegen lassen. Ich kann letztendlich direkt die Hardware durch den Service-Request, Beschaffungsmanagement erstellen lassen und kann diese ganzen Prozesse sehr schön automatisieren. Was unser Vorteil bei der Bechtle auch ist, wir haben auch eine Bechtle-Shop-Integration. Das heißt, wenn Sie letztendlich Hardware von der Bechtle beziehen, haben wir dort eine Bechtle-Shop-Integration, sodass Sie direkt aus dem ITSM-Tool Ihre Hardware zu den natürlich zuvor definierten Konditionen einfach über den Bechtle-Shop letztendlich bestellen können, sodass Sie auch dort viel effizienter unterwegs sind. Und natürlich würde dann bei unserem Bechtle-Kollegen Ihre Bestellung eingehen und das komplette Fulfillment der Bestellung natürlich auch automatisiert starten. Wir haben die Möglichkeit, auch den Bechtle-Support, wenn Sie letztendlich von uns Support beziehen, hier mit einzubinden. Dass wir einfach sagen, wenn Bechtle zum Beispiel den Second- und Third-Level-Support übernimmt, dass Sie letztendlich im First-Level die Tickets qualifizieren und dann einfach weiterreichen. Und das ist eigentlich auch nochmal ein Riesen-Mehrwert, dass wir einfach als Bechtle-Gruppe letztendlich Ihnen anbieten können. Wenn Sie Smart Now nutzen, haben wir dort letztendlich verschiedene Mehrwerte, die wir innerhalb der Bechtle-Gruppe letztendlich nochmal anbieten können. So, Dreh- und Angelpunkt für den Endanwender ist das Self-Service-Portal und nach der Folie gehen wir auch in die Demo. Wir möchten natürlich vieles zentralisieren. Also ein Kernfokus und eine Kernherausforderung, die ja viele Unternehmen haben, ist, dass sie verschiedene Stellen haben, wo Incident initiiert werden können, dass sie vielleicht auch verschiedene Lösungen haben, wo vielleicht das ganze Thema Bestell- und Beschaffungsmanagement stattfindet und vielleicht auch losgelöste Wissensmanagement-Datenbank. Und mit dem ITSM Smart Now haben wir letztendlich mit dem Self-Service-Portal die erste Abhilfe geschaffen, wo wir alles
rund um den Endanwender zentralisieren. Jetzt möchte ich auch gerne mal in die Demo reinspringen und möchte Ihnen einfach kurz zeigen, wie so ein Self-Service-Portal aussehen kann. So sieht grundsätzlich das Self-Service-Portal an, wo sich letztendlich die Endanwender einloggen können. Sie sehen hier schon, es ist sehr intuitiv, es ist sehr smart eingerichtet. Die Endanwender haben direkt hier die Möglichkeit zu sagen, ich eröffne ein Incident. Sie haben die Möglichkeit, auch bevor Sie ein Incident eröffnen, zu schauen, gibt es denn schon einen Lösungsvorschlag zu einem Incident? Weil die besten Incidents sind natürlich die Incidents, die gar nicht eröffnet werden. Das heißt, auch hier fragen wir letztendlich Selbsthilfe. Und ich habe natürlich die Möglichkeit, neue Service-Requests anzutriggern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Systemausfall haben, möchten Sie natürlich vermeiden, dass vielleicht 20, 30 Kollegen direkt ein Incident einstellen und sagen, Exchange ist zum Beispiel nicht erreichbar. Das heißt, wir haben hier auch noch mal eine zentrale Möglichkeit als IT, hier noch mal aktuelle Statusmeldungen aus der IT zu diversen Systemen zu publizieren, sodass Sie dort einfach vermeiden, dass einfach Ihre Kollegen einfach direkt 30, 40 Tickets eröffnen, wenn zum Beispiel ein Problem besteht. Wenn wir dann sagen, als IT-Kollegen möchte ich dann was beschaffen, dann haben wir hier die Möglichkeit, Ihren Katalog im Service Request einfach schön abzubilden. Sie sehen hier letztendlich auf der linken Seite schön die Möglichkeit, wo Sie letztendlich Ihre Services aus der IT-Abteilung, Ihren Anwender in einem Katalog schön anbieten können. Wir haben hier auch die Möglichkeit, schön zu differenzieren, was letztendlich Ihr Endanwender letztendlich bei Ihnen beschaffen kann. Wir können hier natürlich differenzieren zwischen Hardware, zwischen Software, dass Sie einfach sagen, die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, neue Lizenzen zu beantragen. Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, letztendlich auch neue Produkte rund um die Office-Welt vielleicht zu beantragen oder natürlich auch Hardware-Beschaffung. Das Schöne hierbei ist, der Mitarbeiter kann sich entweder selbst einen Warenkorb zusammenstellen, dass er sagt, ich benötige zum Beispiel ein Ethernet-Kabel, ich benötige einen neuen Rechner und der Rechner sollte vielleicht die und die Software-Lizenzen mitbringen, sodass Sie direkt viele Items einfach direkt in den Warenkorb einstellen können. Also hier sagen, schön, ich füge mir ein Item in den Warenkorb ein. Und erst final, wenn der Mitarbeiter wirklich alles ausgewählt hat, kann letztendlich aus dem Warenkorb heraus letztendlich das ganze Thema bei Ihnen als IT zentral beauftragt werden. Und auch hier wäre zum Beispiel die Möglichkeit, das Bechtle-Shop zu integrieren. Was wir natürlich hier auch im Servicekatalog machen, ist natürlich auch die Möglichkeit anzubieten, Services anzubieten. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter sagt, ich möchte zum Beispiel ein Passwort-Reset machen oder ich brauche einen neuen Zugang zu irgendeinem System oder ich brauche neue Berechtigungen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, natürlich diese Services auch zentral anzubieten. Ein weiterer Aspekt ist natürlich, wenn Sie sagen, Sie benötigen Hilfe, also das klassische Thema Incident Management, kann man hier natürlich auch standardisierte Incidents oder letztendlich Incidentsfälle den Endanwender zur Verfügung stellen. Dass Sie sagen, ich möchte zum Beispiel ein Passwort-Reset auf irgendein System durchführen. Dass Sie zum Beispiel auch den HR-Mitarbeiter die Möglichkeit anbieten, dass Sie sagen, wir haben hier eine neue Anstellung, ich möchte hier ein IT-Onboarding antriggern. Und ich kann natürlich auch hier direkt ein Incident einstellen. Beim Incident ist es natürlich so, und das ist auch das Schöne in Smart Now, ich kann hier natürlich ganz klassisch sagen, wie hoch ist die Priorität. Und wenn jetzt der Mitarbeiter beginnt, hier einen Titel einzugeben, sehen Sie hier auch die schöne künstliche Intelligenz oder die Intelligenz von Smart Now. Wenn Smart Now erkennt, dass es zu diesem Titel ähnliche Services von Ihnen angeboten werden oder ähnliche Lösungen schon im Knowledge Base letztendlich beschrieben sind, dann hilft dieses System automatisch den Endanwender, weil wir natürlich vermeiden wollen, dass unnötige Tickets entstehen und dadurch eine unnötige Last letztendlich an TT herangetragen wird. Das heißt, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel ein Passwort eintragen würden und ich möchte zum Beispiel in irgendein System ein Passwort zurücksetzen, kann direkt dieser Service vom Endanwender genutzt werden. Wenn Sie zum Beispiel einen Knowledge-Artikel dazu gibt, dass zu einem Problem zum Beispiel Sie als IT einfach einen Lösungsweg schon mal beschrieben haben, haben Sie hier die Möglichkeit, letztendlich auch direkt Selbsthilfe dem Endanwender zur Verfügung zu stellen. Paolo, darf ich einhaken? Klar. Jetzt haben wir ja heute die Überschrift First Time. Ist das jetzt der klassische Anspruchspunkt? Heißt, der muss ich irgendwo ein Terminal mit Browser suchen oder gibt es das auch als App oder in welcher Form wird der Firstline-Worker auf diese Sache zugehen? Das sind ja Services, die er durchaus brauchen kann, die meisten. Genau. Wie holt er sich die?
Genau, also letztendlich ist es natürlich alles nativ auch erreichbar. Das wäre so meine Abschlussfolie gewesen. Ich tue das hier mal kurz einblenden. Für alle Frontline-Workers gibt es natürlich auch eine App. Das heißt, alles, was Sie letztendlich in diesem Self-Service-Portal machen können, können Sie natürlich auch nativ auf jedes Tablet, auf jedes Handy per native App natürlich auch tun. Sie können dort Incidents einstellen, wenn Sie irgendwo vor Ort beim Kunden sind, irgendwo auf dem Feld und irgendwas tut nicht. Sie können letztendlich auch neue Services direkt durch die App beantragen. Und natürlich habe ich auch auf Tablet diese App. Ich habe aber natürlich auf Tablet auch die Möglichkeit, ganz normal über den Webbrowser diesen Portal zu erreichen. Das heißt, gerade für die Frontline-Workers gibt es dort verschiedene Wege und verschiedene smarte Lösungen, wie sie auf diese Systeme zugreifen können. Gut. Genau, wie sieht das Ganze für den Agent-Mitarbeiter aus? Einfach mal schnell hier eine Übersicht. Die Service-Desk-Mitarbeiter arbeiten natürlich in so einem Agent-Workspace. Dann sehen Sie natürlich, wie viele Tickets sind denn letztendlich gerade in meiner Queue oder in meinem Bereich. Sie sehen hier auch schon, wie viele Prio 1 Tickets sind offen, wie viele Tickets sind allgemein offen, haben hier die Möglichkeit, natürlich in die Tickets reinzuspringen. Und auch da schafft SmartNow eine riesen Abhilfe für die Service Desk Mitarbeiter. Denn auch hier bekommen Service Desk Mitarbeiter direkt Vorschläge vom System, wenn das System erkennt, dass dieses Problem schon mal einmal bestanden hat. Oder wenn es zu diesem Problem des Anwenders schon ein Lösungsweg beschrieben ist. Das heißt, unser Ziel ist immer, Sie letztendlich dazu bewegen, dass Sie effizient arbeiten können und dass man so schnell wie möglich solche Tickets letztendlich auch schließen kann. Sie haben hier natürlich die Möglichkeit, innerhalb des Self-Service-Desks mit Ihren Kollegen zu schreiben, zu chatten. Sie haben hier natürlich auch die Möglichkeit zu sehen, gibt es ein SLA zu diesem Ticket, den ich berücksichtigen muss. Und wenn es ein Ticket ist von einem Kollegen, der zum Beispiel sagt, ich habe irgendein Hardware-Problem, haben wir hier die 10 dB. Das heißt, der Service Desk Mitarbeiter sieht alle installierten Software auf dem Device, sieht, was für Softwarestand hat dieses Device, sieht, welche Hardware benutzt er und. Also er bekommt einen 360-Grad-Blick, was tut sich eigentlich bei dem Endanwender. Und das ist so der zentrale, ich nenne es mal Arbeitsort der Endanwender. Und für die Teamleiter oder letztendlich für die IT-Leiter haben wir natürlich sehr schöne interaktive Dashboards, oder auch letztendlich für Service Desk Mitarbeiter, wo sie einfach immer schön sehen können, was tut sich eigentlich im IT Helpdesk. Also wie viele Tickets sind letztendlich drin, wie viele Tickets haben welche Priorität, wie viele Tickets sind natürlich overdue. Ich sehe hier natürlich auch schön in anderen Charts, wie verteilen sich die Tickets. Und diese ganze Dashboards hier, diese interaktive Dashboards, die basieren auf Widgets, sodass der Mitarbeiter sich auch schön seine eigenen persönlichen Dashboards zusammenbauen kann. Genau. Das ist erstmal so ein rundum Überblick über das ganze Thema Service Management, Incident Management. Ich habe jetzt auch abschließend wirklich nur diese Folie noch dabei gehabt, gerade für die Frontline-Workers, haben wir ja schon gesagt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, diese ganze Anwendung in SmartNow zu nutzen. Alles auch letztendlich per App, alles per Tablet, alles per Webbrowser natürlich zur Verfügung. Und das Ganze ist natürlich unabhängig, ob Sie letztendlich jetzt ein Apple-Device haben oder letztendlich ein Android-Device. Was halt nicht unterstützt wird, ist Windows Devices. Falls irgendwo noch welche unterwegs sind, ist es aktuell so, dass in Windows Devices nur über den Webbrowser letztendlich auf die Applikation zugegriffen werden kann. Windows Mobile. Genau, Windows Mobile. Windows 10 sollte es so funktionieren. Genau, richtig. Gut, abschließend habe ich nur noch so ein Zusammenfassung. Oder Neubeschaffung gleich direkt. Genau, Neubeschaffung, neues Handy. Ja, direkt einen Service Request einstellen und vielleicht neue Devices bestellen, direkt bei Bechtle mit der Bechtle-Shop-Integration. Ganz schlank, ganz optimiert, ist natürlich der Best Case. Genau, was sind so grob einfach mal die Vorteile? Ich habe natürlich schon viele Vorteile vorab genannt, aber natürlich dadurch, dass sie viel Assistenz kriegen und dadurch, dass diese SmartNow-Lösung sehr intelligent ist, möchten wir natürlich die Produktivität der Service Desk Mitarbeiter oder der IT-Mitarbeiter steigern. Das heißt, mit schlanken, standardisierten, optimierten Prozessen möchten wir natürlich einerseits den Prozessreifegrad in Ihren Organisationen erhöhen, dort letztendlich schauen, dass man die Prozesse optimiert und Sie natürlich auch irgendwo hinbringen, dass Sie sich wirklich auf Ihre Kernkompetenzen fokussieren können. Das Ganze ist natürlich auch preislich ganz attraktiv, deswegen ist es ja auch für den Mittelstand und für den Kleinkunden, der einfach sagt, ServiceNow will ich mir nicht leisten, kann ich mir nicht leisten, ich habe ein kleines Budget. Die SmartNow-Lösung hat einen sehr kurzen ROI-Zyklus. Also bei vielen Kunden, wo wir SmartNow einführen, haben wir eigentlich dadurch, dass wir Prozesskosten senken, Kommunikationskosten senken, natürlich auch Prozesse effizienter gestalten, meistens ein Return on Investments von innerhalb 7 bis 12 Monaten.
Das ist das Schöne an dieser Lösung. Die Lösung ist einfach perfekt, wenn Sie einfach sagen, Sie haben ein kleines Budget, Sie haben aber einen riesen Need, letztendlich dort in Ihrer IT sich in Richtung Service aufzustellen, in Richtung auch Serviceorientierung zu gehen, dass Sie dort einfach sagen, Sie bekommen für kleines Geld letztendlich ein volles Tool, IT-basiert, und haben dort letztendlich die Möglichkeit, diese ganze IT-Prozesse natürlich zu nutzen. Waren die Vorteile, die vielleicht auch wichtig sein können? Klar, durch den Intelligenz in Smart Now reduzieren wir natürlich auch Voluminas. Das können wir dann letztendlich auch, wenn Sie Interesse haben, natürlich auch zeigen. Da haben wir viele Bewertungen von Kunden nachträglich gekriegt, wie sich letztendlich Ihre Voluminas, Ihre Kosten über die Laufzeit natürlich reduziert haben. Sie haben natürlich planbare Kosten in der IT. Dadurch, dass wir das ganze Thema monatlich natürlich im Standardpreis haben, können Sie natürlich auch IT-seitig schön linear planen, wie verteilen sich die Kosten letztendlich für die Nutzung der Lösung. Sie haben natürlich einen hohen Funktionsumfang. Und was ganz wichtig ist, die Lösung wird stets weiterentwickelt. Sowohl seitens ServiceNow, sodass wenn ServiceNow neue Funktionalitäten zur Verfügung stellt, haben Sie diese Funktionalitäten auch in SmartNow, als auch wir als Transaktion, als Bechtel-Gruppe entwickeln natürlich auf Basis von Ihren Feedbacks die Lösung natürlich weiter aus. Das war auch alles von meiner Seite. Falls Sie Fragen haben, Sie haben ja sicherlich die Kontaktdaten auch von einem Kollegen. Hier nochmal auch meine Kontaktdaten. Ja, jetzt wäre ich letztendlich offen für Fragen. Haben wir denn welche? Sind keine Fragen reingekommen. Waren wohl wunschlos glücklich mit deiner Präsentation, Paolo. Danke dir ganz herzlich. Wir werden deine E-Mail-Adresse auch am Schluss auch nochmal einblenden. Das heißt, jeder, der dann auch die Aufzeichnung sich anschaut, wird auch die Möglichkeit haben, dich zu kontaktieren. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank für deine Zeit, danke für deinen dir. Vortrag. Wünsche dir noch einen schönen Tag und sag mal bis bald. Ne? Bis bald. Euch auch ein Dankeschön und viel Spaß. Danke. Ciao. Danke. Ja, wenn keine Fragen mehr da sind, ich gehe mal davon aus, dass jetzt in der Minute keine mehr kamen, dann bleibt eigentlich so arg viel gar nicht mehr zu erzählen. Wie versprochen, nochmal alle E-Mail-Adressen und wie üblich der Hinweis auf das nächste Event. Wir machen jetzt quasi Sommerpause. Bis Mitte, Ende September. Und dann werden wir uns um das Thema Microsoft Viva kümmern. Jetzt schon ein Versprechen, das wird technisch einwandfreier laufen und schöner ja, als heute, weil das war heute teilweise nicht so, wie wir es uns gedacht haben. Das muss man ganz klar eingestehen. Sorry an der Stelle nochmal dafür, ja. Ja. Und wir hoffen, Sie im September wieder begrüßen zu dürfen. Viva ist ein extrem interessantes Thema. Es ist nicht eine App oder vier Apps sind ja, sondern das ist so ein Baukasten. Und es ist, wie Konfuzius sagte, der Weg ist das Ziel. Ja. Wird also nicht mal schnell eingeführt werden können in 2-3 Tagen, aber hochinteressant vom technischen Ansatz, von der Art und Weise des Rangehens. Und also wir freuen uns darauf, in Zukunft mit Viva was zu tun. Aber wir gehen davon aus, dass das nicht Tage und nicht Wochen und nicht Monate sind, sondern eher Jahre, bis das überall irgendwo genau richtig zum Fliegen kommt. Genau. Hadi, aber eine Sache möchte ich heute noch sagen. Ich habe was vermisst. Wir hatten heute keinen Gartner-Quadrat. Nein, heute gab es keinen Gartner. Ich werde mich bemühen, dass wir im September wieder einen haben. Ja. Wunderbar. Dann bedanken wir uns für Ihre Teilnahme. Hoffen, dass es trotz der kleinen Pannen für Sie interessant war und würden uns freuen, wenn wir Sie im September wiedersehen würden. Sagen jetzt an der Stelle Dankeschön und weiterhin noch einen schönen Tag. Tschüss und quasi schöne Sommerferien. Genau.